Was war denn das gerade? Tada! Ich höre mich selber. Hallo, hallo, schade. So, ihr Lieben, 1:1 steht's in Q vs. U 5 hier aus dem schönen Schesel-Mindesel. Und wir haben gerade eine Pizza gegessen, Rasmus. Vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass du uns hier so geil versorgst. Hast Danke für prima, das Geld. Hast prima gekocht, muss ich sagen. Ja, finde ich so. Bin immer von Schesel nach Lombrücke gefahren und hier unserem, bei uns in der Küche eine Pizza zuzubereiten. Ja, sensationell. Schönen Dank an deine Mama nochmal, die dir geholfen hat. So, ihr Lieben. Wir haben hier ein paar T-Shirts, die raus sollen heute. Und zwar haben wir einmal von HBO hier dieses in Größe M, dieses Valor Morghulis T-Shirt. Größe M? Größe M. Genau, Twitter mal was Lustiges, Daniel. Und wir haben ein, das finde ich ganz stylisch, in Größe L, einmal Diablo Ultimate Evil Edition. Kann man es sehen, ohne dass es, ist auch ganz schick. Hinten ist großes Blizzard-Logo drauf, das ist also das offizielle T-Shirt davon. In Größe L. Und die könnt ihr gewinnen, wenn ihr lustig twittert. Unser Hashtag dafür. Hallo. Ah, nee, da, hi. Daniel, lach nicht so dreckig, ja? So. Das hätte ich ja jetzt auch mal gerade machen können, als die T-Shirts hochgehalten habe, du. Spaß. Aber da war schon zu spät und ich wollte dein Gesicht anzeigen. So, ihr Lieben. Also, es könnt ihr gewinnen, wenn ihr lustig twittert, der, du mobbst mich doch, der, das Hashtag, der Hashtag ist Raute, Crew VSU ausgeschrieben. Und was haben wir denn so auf Twitter bisher irgendwie? Bis auf das Baywatch-Ding ist es jetzt nicht so lustig. Ja. Das nur Netzwerk gleicht aus und versorgt mein Tipp, herzlichen Dank auch. Dafür ist das Bier aber nur kalt, schreibt Balnazar. Ansonsten werden wir für unser LOL-Wissen gelobt, hier von Valentino. Und wir hatten doch noch irgendwas anderes, Pape. Was war denn vorhin nochmal dieses komische Bild da? Ja, Freude aufs Fest Wacken, Mike. Das sehen wir hier. Der Mike feiert das scheinbar ganz schön ab. Daniel, zeigst du? Was? Ich war gerade total ab. Ja, nee, jetzt, ja. Gut, das ist der Wacken, Mike, der feiert. So muss man aber so einen Crew vs. U-Abend verbringen. Pape, wo war denn das andere Bild? Da war noch ein zweites, oder? Ja, hast du auf alle gedrückt? Yep. Hab ich. Du lügst mich also an, ja? Naja, gut. Also, ihr Lieben, ihr erkennt den Hashtag. Hier steht es nochmal Crew VSU. Und twittert, was das Zeug hält, wenn ihr diese geilen T-Shirts gewinnen wollt. Warum schreibst du sowas? Ich habe nur auf Daniel geantwortet. Ihr seid sonderlich. So, wir rufen mal eben die Denise an. Ich gucke mal eben. Ah ja. Der Florian twittert eigentlich unter Hashtag, aber der schreibt Destiny PS4 LAN und zur Unterhaltung den allerbesten Steve und Crew vs. You. 5 Thumbs up, Pape und Steve. Hier sieht man das, wir laufen nebenbei. Können wir das in groß vielleicht noch? Ja. Hier sieht man, laufen wir in LOL. Aber beste Unterhaltung gibt es hier im Just Network, ist ja völlig klar. Wenn noch irgendwas Schönes. Nö. Aber ihr lasst euch bestimmt noch was einfallen, ihr Lieben. So, ich rufe jetzt mal die Denise an, mal hören, was sie zu sagen hat. An ihr lag es natürlich nicht, ist ja völlig klar. Ich habe schon von Philipp gehört. Ja, sage ich gleich. So, wir rufen jetzt mal die Denise an. Hallo Denise. Ja, lief jetzt nicht so gut für euch. Erzähl ein bisschen was über das. Ich fand schon, also wir haben ja mit First Blood gezeigt, was wir können. Ja. Und danach wollten wir euch einfach die Möglichkeit zum 1:1 geben. Das ist so lieb von euch. Sonst wäre es ja langweilig gewesen. Voll lieb. Der Philipp sagte gerade irgendwie, ihr wärt alle ganz gut gewesen, aber ihr hättet als Team nicht so gut zusammengespielt, war seine Analyse. Was sagst du dazu? Nö, sie haben gut gespielt, sie haben hart reingepusht und das ist unser größtes Problem gewesen. Mhm. Erstmal Glückwunsch ans Team, habt ihr gut gemacht. Mhm. Aber wir haben ja gezeigt mit dem First Blood, was wir können. Ja. Und ja. Gut, noch seid ihr nicht aus dem Rennen, steht 1:1, das heißt die Medaille für dich ist noch drinne. Ich würde sie dir gerne schicken, aber ich würde sie noch lieber behalten. Nee, wir gewinnen das heute sowieso. Ich bist du sicher? Glaub da dran. Mhm. Oh ja. Oh ja, verdammt. Du wirst so verlieren. Ich? What? Oh ja. Das ist gemein. Oh ja. Das ist gemein. Das ist was anderes. Ah. Magst du irgendjemanden grüßen, wenn du schon mal hier noch am Mic bist? Ich wollte mich bedanken an mein Team. Mhm. Oder ja, die mit mir gespielt haben. Und
sich bereit erklärt haben. Und ja, wollt euch grüßen. Tani winkt noch, Wild. Ich glaube, da ist noch irgendwas für dich. Ja, Balnasa fragt, wonach sie ihre Helden ausgesucht haben. Balnasa fragt, wonach ihr eure Helden gepickt habt. Gab es da irgendwas Spezielles, was man da. Ich habe da keine Ahnung. Nach schön aussehen? Nee, ja? Keine Ahnung. Nö, haben wir uns vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben halt das ausgesucht, wo wir gedacht haben, das passt gut. Und ja. Alles klar. Gut, Denise, dann danke ich, dass ihr dabei wart. War jetzt aus unserer Sicht sehr viel enger, als der Punktestand ausgesagt hat. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und grüße auch dein Team von uns, bitte, und danke, dass ihr dabei wart. Danke auch. Denise, tschüss, hau rein, ciao. Oh, jetzt habe ich sie einfach weggeklickt. Ciao. Gut, dann rufen wir mal den Squall an, die alte Rinde. Weil der Rasmus sitzt ja schon bereit. Ich hoffe, er ist natürlich auch bereit. Ja, ich bin immer bereit, ich bin allzeit bereit. Okay. Hol mal einen Squall an, mal gucken. Hast du viel trainiert, sei ehrlich? Nö. Na toll. So, aber jetzt ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel. Ne? Wer das jetzt gewinnt, hat die nächsten zwei Spiele Matchball. Ne? Ja, Abend. Namens Squall. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Bist du aufgeregt, sei ehrlich? Ja, ich bin heiß. Also, ihr habt ja jetzt das 1:1 geholt. Jetzt will ich natürlich für die Community das 2:1 holen. Verdammt. Hast du viel trainiert, sei ehrlich? Leider nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich drankomme. Es gab so wenige Leute, die es spielen wollten. Eigentlich gab es nur dich. Oh, okay. Es haben halt viele Leute Worms, aber hat so gefühlt keiner Worms Clan Wars. Das ist das Problem? Ja, klar. Weil, ich denke mir mal, das Problem wird unter anderem an dem Seil sein, weil das extrem anders ist als bei den anderen Spielen. Das haben wir letztes Mal schon gemerkt, ne? Ja, ja, das stimmt schon. Also ihr Lieben, wenn ihr beim nächsten Crew vs. You dabei sein wollt, kauft euch Worms Clan Wars. Ich habe letztens irgendwo ein Angebot gesehen für einen Fünfer. Ja, also, ne, wir brauchen da noch mehr Kandidaten, sonst ja, müssen wir da, weiß ich auch nicht, was wir dann machen. Also, gut, dass Squall dabei ist heute. Bist du trotzdem siegesgewiss, auch wenn du jetzt nicht so viel trainiert hast? Machst du das? Ja, also ganz... Also schlecht bin ich nicht. Mhm. Und ich will auf jeden Fall quasi eine Revanche gegen Rasmus haben. Deswegen habe ich mich dafür beworben, weil er beim SimCity-Turnier mir den vorletzten Platz weggeschnappt hat. Oh. Und ich mit ganz Glück nur beim letzten Turnier dann quasi den Platz bekommen hatte. Okay, also du, Rache ist natürlich ein hervorragender Motivator. Von das daher, schon gedacht. Ja, genau. Ja, von daher wünsche ich dir zumindest viel Spaß, lieber Squall. Und wir schnacken nach dem Spiel, wie es ausgegangen ist. Jo. Alles klar, bis nachher. Ciao. Also, ich weiß nicht, hast du es gehört? Nee, ne? Doch. Du hast gehört. Er will Rache. Ja, wegen SimCity, habe ich mir schon gedacht. Ja, er will Rache an dir. Ne? Und das ist natürlich jetzt für dich noch mehr Druck. Ne? Den musst du standhalten jetzt. Mhm. Ich würde sagen, wir tauschen einfach mal Plätze. Und du zeigst jetzt dem Squall, wo der Frosch die Locken hat. Du machst jetzt das 2:1 für uns und dann haben Papo und ich Matchball und holen den Pot wieder nach Schäfer. Der Controller ist hier unten eingesteckt noch? Ja, natürlich. Ja, gut. Nichts verändert. Ups. Hast du eine Flasche umgeworfen? Toll, Rasmus. Ist halt so, ne? Mal gucken. Die Software müsste eigentlich auch noch laufen, rechts unten. Nein, tut sie nicht. Rechts unten. Da ist rechts. Da ist rechts. Finderschule, ne? Wow. So. Ich hoffe, es ist alles so eingestellt. Wir haben es ja extra nicht mal vorher getestet, damit es nicht wieder irgendwelche Problemchen gibt. Zum T-Shirt mal weg, weil die stören hier irgendwie eure... Das Einzige, was halt nicht geht, ist die Granate, die Zeit umstellen, aber das ist halt nicht so tragisch. Aber das hast du ja letztes Mal schon genau. Ja, das habe ich letztes Mal... Das hat ja gar nicht gestört. Wurmwechsel weiß ich nicht. Hallo. Wurmwechsel? Bitte? Das war laut. Was war laut? Wurmsound. Oh. Das ist immer noch laut. Achso, ich mal gucken. Ja, okay, funktioniert. Gut. Spielsuche erstellen. Private Plätze einstellen. 4? Ne, 3. Ich bin ja sowieso schon privat. Zugzeit. Rasmus ist privat, liebe Community. Aber ich bin noch zu mieten. Standard. 4. 1. Wir können auch eigentlich. Wollte ich gerade sagen, mach doch direkt 3. Mach direkt 3. So, eigentlich ist das jetzt alles richtig. Ach nee, die Würmer müssen noch umgestellt werden. Oder? Ne, die sind auch richtig. Gut. Du musst dich jetzt nur noch. Ja. Mal sehen, wo wir den Squall finden. Ich sehe ihn schon. Ja, hier. Einmal einladen. Also, ihr Lieben, das wird jetzt hier die Vorentscheidung für heute Abend. Ja, mal gucken.
Rasmus muss ja jetzt liefern, das wäre das zweite Mal. Wenn nicht, sind Papo und ich wieder zu verdammt zu gewinnen. Und das könnte verdammt eng werden. Wir haben das ja schon mal gedreht, die Nummer. Da stand es auch 1-2 und Papo und ich geliefert. Aber das ist, kann man halt nicht immer als gegeben voraussetzen. Ne? Also uns beiden wird es, glaube ich, besser gehen, wenn Rasmus jetzt das 2-1 macht. Ohne hier Druck aufbauen zu wollen, liebe Community. Ganz gechillt. So, Worms ist gut anzuschauen, finde ich. Es gab beim letzten Mal sehr viel Lob von der Community in Sachen Worms. Haben gesagt, das passt perfekt rein. Ist gut anzuschauen, ist spannend. Nehmen oder nicht nehmen. Wir nehmen wir mal einfach mal. Gut, gar keinen, genau. Das scheint eine ausgleichende Map zu sein. Also wir spielen hier Best of Three. Das heißt, einer von den beiden muss zweimal gewinnen. Wir sind jetzt in der ersten Map. Und sind hier bei Q vs. U Spiel Nummer 3. Und ihr seid live dabei, liebe Community. Hoffe ich, dass ihr live dabei seid. Und nicht irgendwie League of Legends, WC irgendwas guckt. Oder Hearthstone, Weltmeisterschafts-Vor-Bla und so weiter. So, dann schauen wir mal. Also die Fantasy. Warum bin ich nicht in die Mitte? Weil Mitte wäre schlecht. Rasmus platziert hier seine Würmchen. Nee, momentan ist er ja noch dran. Oh, er ist dran. Er setzt ihn direkt in den Blubber rein? Ja, ich weiß nicht. Okay. Jetzt kommt Rasmus mit den von mir kreierten Würmchen. Das heißt, der coole Hut ist natürlich von mir. Ist ja klar. Und hier werden Duftmarken gesetzt. Ist das auch die Reihenfolge, wie die nachher aktiviert werden? Ja. Okay. Das heißt, man kann richtig gucken, okay. In dem Zug bin ich da dran. Und dann kommt er. Und dann wird er da oben eine Überzahl haben, scheinbar. Ja. Er baut da oben eine Viererkette auf, sage ich. Du, dafür hast du in der Mitte. Und solltest vielleicht nicht gegen den Wind strollern. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Setz mal einfach hier hin. Oh, Rasmus macht ernst, liebe Community. Er ist runtergefallen, schade. Was? Egal, nicht schlimm. Wie, runtergefallen? Ja, nicht richtig ganz richtig gesetzt. Das heißt, er legt dir gleich eine Handgranate rein? Nein, 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 macht es nicht schlimm, sie sind trotzdem noch aneinander dran. So, unten haben wir keinen direkten Durchgang, das haben wir gesehen. Das unten ist abgeschlossen. Da setzt also keiner, er setzt alle seine Würmer in den Gelee-artigen, Machen wir. Gelee-artigen Ejakulatersatz, so nenne ich es einfach. Das ist sehr authentisch, finde ich von mir. Okay. Warum setzt du den unten jetzt? Weil ich die Zeit nicht richtig beachtet habe und der da zufällig gesetzt worden ist. Aber ist auch nicht schlimm. Unten ist es irgendwann wo gut gebrochen. Zweimal werden. Schon versagt, ist nicht schlimm. Wir sind zweimal. Ja, der eine ist ja auch runtergefallen in die Suppe. Ja, der ist mir gar nicht runtergefallen, der sitzt ja auch an der richtigen Stelle. Wir haben ja Verzögerung, das heißt, Koral weiß nicht, dass das nicht beabsichtigt war und denkt jetzt, warum macht er das? Scheiße, der muss da irgendeinen Grund für haben und setzt dann auch runter. So, damit haben wir also auf jeder Lane gleich viel. Nein. Ne, genau. Also er hat oben die Oberhand, du in der Mitte und unten ist 1-1. Ich setze ihn einfach mal also auf hast du noch. Hier hin. Jetzt hast du natürlich auch hier hin. Drücken Überlegenheit im Mittelfeld. So, und jetzt fängt. Ja, war nicht ganz ideal, aber passt schon. Ja. Ich frage mich, was für Würmer da spielt. Also, das ist ja so ein dicker Dings, den. Genau, also die Würmer haben unterschiedliche Eigenschaften. Der ist zum Beispiel ziemlich langsam dick, aber macht viel Schaden. Okay. Also richtig viel. Hat aber auch viel Zeit. Wie viel hast du Zeit? 45 Sekunden. Das ist ja gar nicht so viel. Er muss jetzt fast schon ein bisschen aufpassen. 26, ich weiß nicht, was er vorhat, ob er da irgendwie... Ja, 45, wie gesagt. Einfach nur alles vollschleimen will. Das ist so wie eine Pizza, einfach komplett anlecken, damit kein anderer die essen kann. Ich glaube, das ist seine Taktik. Er denkt auch, wenn ich hier alles vollschleime, dann wird der Rasmus hier die Geschwindigkeit. Was macht der? Er geht wahrscheinlich zu den beiden Würmern yes, da unten indeed, I'm talking. Ah, er will einen Ausgleich unten nehmen. Warte mal, was macht der? Ich weiß nicht. Was warum ist denn los? Ich glaube, warum liegt da jetzt eine Mine? Er liegt da. Das war. Verstehe ich. Dass jetzt. Er dann, da kommt er nicht hoch. Naja, okay. Ich bin mir sicher, er hat sich irgendwas dabei gedacht, liebe Community. Kommt er noch weg? Ja. Kommen wir. Ihr Lieben, falls ihr. Ich weiß, dass ihr immer dazu neigt, rumzumeckern. Falls ihr jetzt sagt, der ist so scheiße in Worms, meckert dich rum, kauft das Spiel für 5 Euro und tretet hier selber an, ja? Ich hatte nur einen Bewerber dafür. Haben wir das oder schießen wir einfach nach oben? Da will ich es einfach nach oben. Guck mal, Buch. War das schlau? Nein. Hast du dich gerade selbst weggebombt? Nein, ich habe ihn auch mitgetroffen. Ein bisschen zumindest. Ah ja. 50-50. Du hast 2 von dir getroffen, sehe ich gerade. Nein, das war der. Die war sogar gewesen. Das war ja auch nicht so gut. Wieso bist du da jetzt runtergefallen, wenn du nach oben geschossen hast? Hast du die Steine. Ja, er ist runtergefallen. Und hat dich dann weggekickt, oder was? Ja. Geht das? Ja, er hat mich halt. Also, wenn ich jetzt keine. Also, ich würde jetzt als normaler Zuschauer sagen, ihr seid beide Kacknoobs, ehrlich gesagt, nach den ersten Runden. Nach den ersten Runden das sieht jetzt nicht so kompetent aus, bisher. Ich bin ganz ehrlich. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Okay.
Das ist ja gut. Also, liebe Leute, bewerbt euch. Nächste, Mal, nächste Runde für Worms. Also, nächstes Q versus U. Aber ist ja bis auf 3, ne? Kann man auch einiges gehen. So, jetzt kriegst du Dynamit vor den Bart gestellt. Ja, mit dem kleinen Wurm ist auch nicht so schlau und gleich zu Anfang. Und das war ja sehr elegant. Hast du einfach mal eine Rolle rückwärts gemacht und bist auf der Kante stehen geblieben. Und jetzt kannst du dich rechnen mit einem geilen Sprung. Ja, der ist halt leicht, macht nicht so viel Schaden, aber ist dafür sehr beweglich. Das, ne, sind aber die beiden kleinen leichten Dödel gegeneinander. So, und jetzt machst du noch, gibst du noch Hackengas? Nee, muss nicht. Gut, hast ihn für 35. Das klingt jetzt nicht so viel, auch da hat er einen kleinen Vorteil. Vorteil, ich habe gerade aufgestellt. Mach nicht so, unten ist, da unten ist gleich. Okay, ist ausgeglichen. Wie gesagt, beide Noobs. Jetzt fängt er wieder an, die Gegend voll zu schleimen. Sein Revier zu markieren. Ich habe fast gesagt, sein Markier zu revieren. So, und was macht er jetzt? Jetzt hat er hier das 2-2 hergestellt von der Anzahl der Würmer. Und meinst du, er scheißt jetzt in das Loch? Würde ich sagen. Ja. Das andere macht ja keinen Sinn, dann würde sein eigener wegbauen. Was macht er jetzt? Mal. Ja, nee, ja, okay, ich dachte schon. Steht ja von der Kante nicht, dass es sich selber. Er trifft aber den Kopf, das ist schlecht. Der macht viel Schaden. 25 und ja, aber Shotgun, kann ich nochmal 25. Hat er daneben geschossen? Er hat daneben geschossen. Er hat nicht wirklich daneben geschossen, oder? Er hat oder? Daneben geschossen. Ja, oder nicht? Er hat er nicht daneben geschossen. Okay. So, und da kommt jetzt die Kiste. Jetzt die Frage, wer oben als erster darf. Jetzt geht's mal in den unteren Bereich. Quasi die Bottom Lane. Und da haben wir ein klassisches 1:1. Da wird natürlich der Wurm mit den größeren Eiern gewinnen. Was macht er jetzt? Ich glaube. Jetzt kommt die Beamnummer. Oh, jetzt benutzt er das Seil. Das Seil hat eine andere Funktion hier als in den anderen Teilen. Weil damit kann man so richtige Skillshots von was war das denn? Da sollte man nicht auf dem Boden aufkommen, glaube ich, mit dem Seil. Nein, das liegt am. Da war irgendwie eine kleine Mini-Mine gewesen, die sofort losgegangen ist. Oh ja, dann hast du dich also das jetzt das dritte Mal. Ja, ich glaube, das ist ziemlich scheiße gewesen, alles. Ja, das hat Worms, dass du dich so vorbereitet hast. Das kaum, die Mine auf dem Boden ist ja doch letztes Mal passieren können. Aber warum siehst du die nicht? Sieht man die nicht? Ja, ich kann natürlich jetzt wieder steif und schlau hier spielen. Aber Kojax wird, glaube ich, jetzt gleich hier von Fukuhila-Wurm. Sterben wir doch nicht. Ja, aber du hast natürlich jetzt einen riesen Rückstand. Ne? Mhm. So, jetzt gibt es eine Panzerfaust ins Gesicht. Oh, und er hat nichts abgekriegt davon. Das, ja. Ja. Man sieht die auch schlecht. Da ist auch eine Mine rechts. Mhm. Schade, dass er nicht reingesprungen ist. Ich habe schon 3 Minen mitgenommen, die ich eigentlich nicht hätte mitnehmen müssen. Das ist ziemlich kacke. Warum? Ja, weil heute irgendwie. Was machst du jetzt? Mine legen. Du legst eine Mine hin und fällst in den Blubber? Nee, nein, ich fall nicht weiter in den Blubber. Und killst jetzt seinen eigenen Sekt damit? Mhm. Yep. Mal gucken. Ja, der stirbt so, wie wenn der stirbt. Ein Tipp hat er noch, super. Das wäre eigentlich besser gewesen, wenn es andersrum gewesen wäre. Nein. Dann wäre er auch tot gewesen. Vielleicht achtest du auch mal ein bisschen auf die ganzen Sachen, die da so rumstehen. Er wird jetzt hochgehen, Shotgun wahrscheinlich versuchen, den einen zu killen und dann vielleicht noch den Barbarian zu erwischen. Oder? Oder legt die Mine. Du bist ja da dran, ne? Denk daran, dass du auch Minen spawnen und die vielleicht mitnehmen musst. Kisten spawnen, die vielleicht mitnehmen kannst, musst, solltest. Ja. Er versucht jetzt hier wirklich Mehrwert zu schaffen, indem er, ja, wie gesagt, eben vielleicht beide erwischt. Der ist jetzt tot. Die anderen, die kann er nicht töten. Da müsste er jetzt sehr stark irgendwie hinkommen. Das sieht jetzt sehr stark für ihn aus. Also momentan. Muss er einen Sprung hinkriegen, aber er ist halt fett. Jetzt hat er es geschafft und jetzt kann er dem auch noch eingeben. Und das sind nochmal 25 Schaden. Hat noch 10 Sekunden Zeit. 9, 8, muss ich jetzt ein bisschen beeilen. 7 und erwischt ihn zwischen die Augen. Und damit sind das nochmal 25 Schaden. 30 Schaden sogar. Holla die Waldfee. Also ja, der macht halt ordentlich, haut ordentlich damit raus, ne? Mhm. Teleportkanone? Ja, nein, die nehme ich nicht. Die ist... So, jetzt musst du mal irgendwie zurückschlagen. Und das machst du mit einem super geilen Sprung. Allein dafür hätte ich schon gute Heilungsnoten gegeben. Jetzt versucht das mit der Granate und haut ab. Ja, so wie ich das sehe. Das heißt, da kriegt er jetzt wie viel? 35. Okay. Da hast du also einen leichten Vorteil, aber den kriegst du jetzt gleich wieder. Er holt sich wahrscheinlich erstmal die Kiste. Er hat auch so einen Zäpfchenwurm. Ich weiß nicht, ob er da wieder hochkommt oder so. Ja, kommt. Ja, aber ich meine, der wieder, wenn er die Kiste geholt hat. Er kommt nicht mehr auf die Kante hoch, ehrlich gesagt. Eigentlich, na gut. Jetzt sagt er auch, nee, komm, es war nur für die. Also wenn er jetzt die Shotgun macht, dann ist er doof. Was macht er? Weil die macht 22 Schaden, dann hat er 7 Schaden übrig. Ist dann, der schafft das jetzt den Skillshot mit 25. Also das würde nicht reichen. Jetzt denkt er, scheiße, ich muss weg. Gibt das jetzt vielleicht 30 Schaden? Das kann nicht, ne? Nein, kann nicht. 20. Der Divo hat jetzt verschenkt. Das heißt, du kannst ihn jetzt theoretisch gleich rein theoretisch executen, liebe Community. Wenn der da nicht und so und Jetzt so ziehst du den weg, oder? So
Muss ich nur mal überlegen, wie man hier die Wurmauswahl benutzt. Kann ich nicht benutzen, weil ich doof bin. Oder die Steuerung nicht richtig funktioniert. Ich sehe gerade, dass unser... okay. Die Matrix, liebe Community, ist hinter uns aufgegangen. Warum nehmen wir das denn mit gut alte Dynamit? Das hat noch nie geschadet. Ich denke, das... Ja. Ich kann ja weghopsen. Hm. Jetzt, das war jetzt... okay. So, nicht schade gekriegt. Der hast du selbst noch einen gekriegt. Das heißt, er ist immer noch 10 vor dir. Mhm. Kann dich gleich zum Beispiel mit einer Shotgun finishen. Ich kann die da unten oben aber alle gut mit einer Shotgun töten. Das ist ganz praktisch. Das Problem ist, dass ich irgendwie Wurmwechsel nicht richtig benutzen kann. Weil ich das auf die Steuerung nicht richtig festgelegt habe. Kannst du das mit der Tastatur machen, den Wurmwechsel? Haben wir das nicht letztes Mal irgendwie auf der Tastatur gemacht? Ich kann sagen, ich glaube mit der Taste hier. Ja, meine ich nämlich auch. Tabulator. Weil das wäre natürlich jetzt ärgerlich, wenn du deshalb jetzt verlierst, ne? Ja, bitte mach das. Was wollt ihr? Die Wachkanone setzen. Das wäre durchaus praktisch. Weil? Ja, weil dann hat er dem ja keinen Schaden gemacht. Ja, aber du kannst nicht weg, oder? Wenn du jetzt dich bewegst, bist du tot, oder? Wenn ich mich bewege, bin ich tot, dann ist mein Zug vorbei. Das heißt tot, dann kriegst du Schaden und kannst nicht selber einen Schaden machen. Okay. Warum kann ich jetzt Speedkanone? Warum kann ich nach oben? Hä, warum kann ich den jetzt nach oben steuern? Egal. Warum kann ich den nicht nach oben? Doch, jetzt geht's. Komisch. So. Das war natürlich sehr elegant. Das hat sich ja, die Kanone hat sich ja richtig gelohnt. Ja, sonst wäre ich mit Zug vorbei gewesen. Jetzt machst du... Nein, nee, das meine ich nicht. Ich meinte seine Kanone. Ach so. Jetzt machst du eine Bazooka. Die ist ja egal. Und finisht ihn wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, und bringst dich selber noch in Sicherheit. Und damit... Ja, du bist trotzdem immer noch ein bisschen hinten. Aber... Aber ich habe noch drei Würmer und er noch drei Würmer. Aber einer ist wirklich eine Strich in der Landschaft von dir. Mhm. Aber der Strich würde jetzt wahrscheinlich sterben. Das ist der Strich? Nee. Ja doch, das ist der Strich. Das ist der Strich. Ich glaube zumindest, dass der Strich sein sollte. Das ist der Strich. Und geht er nicht auf den Strich? So, schießt er dich jetzt ins Wasser? Oder? Ja, ist egal, wenn er mich trifft, ist er sowieso tot. Puh. Und du wirst tot. Ja. Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Nein, das sieht ziemlich scheiße aus. Ja. So, jetzt kannst du zumindest den wieder wegbomben, ja. Vielleicht? Das wird vielleicht wieder so ein Spiel von wegen mit Wegporten hin und her. Ist er tot? Ja. Ja. Okay. Beide zwei Würmer, aber das war nämlich nicht der Knall. Irgendwas noch ein, der hat irgendwie so ein TP, glaube ich. Mm. Nee, ja, da das oben ist der 7 TP. Ach, die Scheiße. Ja gut, aber den hast du jetzt erstmal, jetzt müsstest du die besten, sind beide oben und der am besten ein Heildings finden. Okay, also zwei gegen zwei Würmer jetzt. Das Problem ist, dass er da einen mit 110 hat und er hat halt die Wachkanone da stehen. Das was ist denn das Grüne da hinten? Das mit dem Kreuz da? Was jetzt? Das geht ja leben. Für plus 25. Nee, ich meine die. Achso, das Deko, ist. Ja? Ja, wenn du die triffst, dann vergiftet die dich. Da kommen so kleine Giftwolken raus. Und die sollte man auch nicht einatmen. Die sind ungesund. Nee, ich habe schon die Luft an. So, 20 Sekunden hat er noch. Was macht er? Er ist jetzt. Wartet jetzt. Nee, abspawnt. Lenkrakete. Oh. Ja, aber. Spiel ist, glaube ich, eh schon verloren. Fängt ja super an. Ja, komm. Ist ja besser für die, ne? Das war auch schlau. Dass er da aber du kannst natürlich nicht dahin, wegen der Bewegungsmelder-Raketenstation. Aber ich kann auch eine Lenkrakete schießen. Ja. Vielleicht kannst du das besser als er. Ja, wissen wir vom letzten Mal, ne? Nee, weiß ich nicht mehr. Als ich mich selbst weggeschossen habe? Ja. Ich weiß nur, dass du gewonnen hast. Das war mir gereicht. Das hat. Ja. Oh, jawoll! Nice! 40! So, jetzt bring dich mal in Sicherheit, oder kannst du es gar nicht mehr? Nee. Ja, dann wollen wir mal schauen. Vielleicht, man hat ja, meine Mutter würde jetzt sagen, man hat ja schon mal Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Von daher, mal gucken. Vielleicht ist er ja so nett und springt jetzt ins Wasser. Das wäre sympathisch. Was macht der da? Er bloß das Seil. Und komm, spring doch verletzt. Wenn er damals ins Wasser gefallen wäre, dann hätte ich mich gefreut. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Was macht er? Ich würde mich porten an seiner Stelle oder ein Loch in die Wand schießen. Ja, aber der ist doch gleich dran, das ist doch nicht schlau. Ja, kannst du auch für den Tipps zu geben, bitte? Ja, ist doch so eh 2 Minuten Delay. Ja, trotzdem. Vielleicht kann er hell sehen. Oder hat eine direkte Connection hierzu. So, weißt du, was ich jetzt immer nicht hoffen will? Dass die Wachkommando nämlich da gleich erwischt. Oh.
Ui. Wo ist sie denn? Ja, unten irgendwo. Ach so. Aber bei Wachkönnung weiß man nie. Kannst du irgendwie töten mit irgendwas? Super scharf, Explosion, Oma oder irgendwas? Was ist mit Oma? Ich habe kein Geld, ich kann mir nichts kaufen. Nimm mal die Oma? Ja, die Oma, aber die ist ziemlich schwer damit zu treffen. Okay. Wie gesagt, es gibt einige Änderungen zum alten Worms, ihr Lieben. Eigentlich war die Oma nur loslassen, explodieren. Ja, aber hier ist loslassen 50 Sekunden. Kannst du nicht mit Shotgun ihn finishen? Nur mal so 50, 25, 25? Nein. Warum nicht? Weil ich den 2x25 treffen muss, aber bei denen ist es mal 2x20. Okay. Jetzt kann er dich natürlich beim nächsten Mal finishen, ne? Ja, aber erstmal ist er da unten dran. Okay. Ich glaube, er hat schon Wurmwechsel benutzt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie er die benutzt. Er weiß nicht, du kannst es nicht? Passt doch. Ja, jetzt, ich weiß jetzt ja, wie es geht. Mhm. Na komm. So, jetzt will er den verarzten, ne? Was macht er? Erstmal guckt er ihn an und sagt, oh, du bist ein hübscher Wurm, geile Mütze und so. Dynamit hat er nicht mehr. Das ist gut. Mhm. Ja, Dynamit hat er zu Anfang schon verheizt in dem einen kleinen Düdelwurm. Jetzt wechselt er, oder? Oh, guck mal, ist jetzt ähnlich ausgeglichen. Nee. Was macht er? Ein großer, ein kleiner. Was macht er jetzt? Splittergranate. Ernst? Jetzt echt? Mit... Warum das denn? Viel zu weit und splittert. Nee, trifft nicht. Nicht einmal? Doch. Nein. Oh, hast du ein Schwein, Alter! Und er ist eine schöne, eine pumpige, in der Suppe. Das war wirklich exakt an dir vorbeigebombt. Ausgerechnet da, wo du stehst, ist alles heil geblieben. Lustig. Ja. So, jetzt, das kann jetzt nochmal die Wende sein. Ich habe es eher schon abgehakt, aber ihr seid jetzt wirklich gleich auf. Mhm. Jetzt müsstest du ein Zitten. Papa würde jetzt sagen, Zitteraal in die Masse da reinschmeißen. Ja, leider gibt es kein Zitteraal. Schade. Wenn ich die Oma treffen würde, ne? Aber das tue ich nicht. Deswegen riskiere ich es gar nicht erst. Ach, komm, geh hoch. So. Was machst du jetzt? Ich benutze das einzig richtige, einzig wahre, aha, die Granate. Oh, das ist gut, das ist gut. Oh, komm, lauf weg, komm schon. Oh, der wird runtergespült. Mhm. Und fällt auch noch in den Fallschaden und wird voll geschleimt, Ghostbusters-mäßig. Ja, das wird jetzt, jetzt kannst du ihn nachher auf den Kopf kacken. So, 46 Schaden, bam. Jetzt ist der Rasmus plötzlich vorne, liebe Community. Was ist da denn los? Hätte ich auch nicht gedacht. Aber der wird jetzt sterben, aber jetzt, auf jeden Fall. Wenn jetzt nicht alles schief läuft, hat jetzt der... Scroll, zwei Würmer. Er ist leider ein Zug vorne, der sieht so da unten zwar gleich aus, aber er ist leider ein Zug vorne. Ja, und das heißt, er kann jetzt den finishen und... Ja, eigentlich schon. Ja, was, wie macht das? Wahrscheinlich Shotgun. Shotgun, ja. Das scheint so deine Lieblingswaffe zu sein. Hättest du da nicht vielleicht nach oben wechseln sollen? Wie nach oben. Als du gerade dran warst und ihn lieber killen, wäre das nicht schlauer gewesen? Vielleicht. Ja. Aber das andere war gerade so schön im Wasser in der Position. Hm. Und tschüss. So. Gut. Aber du hast noch einen, der richtig, jetzt könntest du jetzt nur 40 Schaden, musst du 44 Schaden musst du machen, das wird schwierig mit einem Zug, oder? Einem Zug, ja. Hast du noch Dynamit? Nee, ne? Nein, habe ich nicht. Leider. Kannst du sowas kaufen? Auch nicht, ne? Kann ich auch nicht, aber ich kann versuchen die Oma, wenn ich die Oma treffe, mit der Oma treffe, andererseits kann ich auch noch den hier machen. Mhm. Oh, der rollt noch hin, der rollt noch hin! Aber portet er sich jetzt nicht einfach weg? Das kann sein, aber da hat er einen Zug weniger. Und dann habe ich einen Zug wieder. Ja, und dann musst du irgendwie nach oben kommen erstmal. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe ein Jetpack oder ein Seil oder irgendwas. Ja, kann ich ja benutzen. Gut. Mal gucken, wie er reagiert. Es hat auch eine taktische Element, ihr Lieben. Es ist nicht nur irgendwie, ey, Wurm tot, ey. Na, auch schon ein bisschen. Ein bisschen ist auch, ey, Wurm tot, ey. Aber es ist auch ein bisschen, was mache ich jetzt? Schleimig oder schleimig nicht? Ja, jetzt hat er, ja. Ist supported. Supported. Und zwar, wahrscheinlich nach Frankreich, wie es aussieht. Die letzte Ecke. Das ist was super Spannendes. In die Luft. Was war da? Er ist, glaube ich, selber. Der Squall ist ein bisschen zappelig, habe ich das Gefühl. Als würde er gerade einen Red Bull trinken. Was macht er? Er ist unsicher. Was hat er jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja, was versucht er? Was? Ach, er versucht die Teleportkanone. Ja, okay, oh, das schafft er sogar. Das ist eine gute Idee. Ja, hast du davon auch so gemacht? Ja. Denk daran, wenn du dann gleich nach rechts gehst, dass da auch noch so eine Kanone steht, ne? Ja. Was macht er denn jetzt? Ach so. Oh, oh. Das war. Was war? Ist nicht schlau. Ja, das ist scheiße von ihm. Was ist das? Das ist so ein Mörser-Ding. Das kannst du benutzen auf einer großen Map. Aber hier ist es total kacke. So, jetzt kannst du ihn natürlich finishen, ne? Ja. Wahrscheinlich. Dann mach das bitte. Oh, meine Kanone hat ihn sogar getroffen. Ja, damit ist er sowieso tot. Ach so, von unten? Ja, von unten, weil er sich bewegt hat. Also, Mann, ist das spannend. Das ist echt. Auch wenn man vielleicht Fehler macht, ist es halt. Worms halt einfach sehr attraktiv zum Zugucken, wie ich finde. 100. So, jetzt hast du den dicken Vorteil. Wer hätte das gedacht mit dem Spiel hier noch? Jetzt hast du einen 100er und er hat einen, der hat 18. Wenn du ihn jetzt irgendwo triffst, du musst ihn nur anrufen. Ja, das ist gewonnen. Das ist gewonnen. Ja, du hast gerade auch schon gedacht, das ist verloren. Ja, ja, aber jetzt ist es definitiv nein. gewonnen. Nein. Warte mal ab. In Worms
Ich möchte meine Mutter an dieser Stelle wieder zitieren, liebe Community. Ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Mehrfach. Eins davon ist André. Und hat Raffaello gegessen. Aber ich habe 100 Leben, wie will er mich töten? Ja, ja. Was willst du denn da hinten eigentlich, ey? Los, kannst du natürlich lieber auf FIFA laden, du Happy. Was hat er davor? Was macht er? Ich glaube, ich werde mir gleich symbolisch in die Hose pissen, weil ich Tiere schon wieder muss. Ich habe echt so eine Mädchenblase, ey. So, er heilt sich. Oh, das ist scheiße. Nein, das war Gold gewesen, das war kein Heil. War, okay. Das war Gold. Ich wüsste auch nicht mehr, was er mich jetzt töten will, wollte. Er will dir auf den Kopf schiffen, bitte? Schiffen? Da unten ja. Ist doch schon Wasser. Er macht eine Mine, er legt eine Mine und hat noch 4 Sekunden Nein, Zeit. Nein, die trifft nicht. Die, wo ist sie? Die trifft nicht, die liegt da. Dann kannst du dich mit der Kanone gleich hochschießen oder was machst du? Das kann ich machen, ich kann auch einfach ein Jetpack und Aquapack und sonst was benutzen. Du kriegst das hin. Und glaub, dann brauchst du dann habe ich gewonnen. Brauchst im Prinzip nur eine Shotgun oder irgendwas und dann, wenn du das jetzt nicht verkackst. Wenn ich das nicht verkacke. So. Und dies. Hast du den eingeschleimt? Schlampe, gerade? Ja. Warum? Ich muss sie erstmal einschleimen. Einmal einschleimen. Einmal. Das ist, muss drin sein. Das ist ein bisschen groß, kotzig. Ja, aber einmal einschleimen muss drin sein. Was machst du jetzt? Ich nehme die Shotgun. Ist das die Shotgun gewesen? Nein, das ist nicht die Shotgun gewesen. Aber das ist immer noch die Shotgun. Ich leg die Granate. Oh, du bist so großkotzig. Und wenn die nicht reicht? Die reicht doch. Die Granate macht 40 Schaden. Oder 35 oder was auch immer. 40. Das ist unglaublich. Der Rasmus hat es tatsächlich noch gedreht und hat es gewonnen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Wir waren uns alle einig, dass das gelaufen ist. 1-0 für Rasmus. Ja. Da hat Squall, habe ich das Gefühl, ein bisschen Muffensausen gekriegt. Er hatte viele Fehler gemacht, oder? Mhm. Da waren du hast am Anfang auch viele Fehler gemacht. Ja, ich hab Anfang und eher das Ende irgendwie verkackt. Wahnsinn. Aber es ist echt spannend zuzugucken. Ich mag das Spiel. Das ist Boff 3, ne? Hm? Boff 3. Ja. Boff 3. Boff. Boff, Digga. Ich boff dich aufs Maul. Ihr Lieben. Ja, nein, vielleicht. Hm? Ja, nein, musst vielleicht. Du entscheiden. Ja, das sieht doch neutral aus. Ja. So, 1 auf Rasmus. Eins muss er noch holen. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Das ist eh schon verloren. Ja, ich dachte, das ist ganz ehrlich, in jedem anderen Spiel hätte ich das verloren. Du bist ja nett. Ja, nein, aber das ist. Ich glaube, der Squall hat einfach ein bisschen Muffensausen gekriegt irgendwie. Der war vielleicht ein bisschen gedacht, ja. Es ist ja auch was anderes, wenn man das aus Spaß spielt. Warum ist jetzt. Warum geht der Controller jetzt nicht mehr? Können wir das irgendwie erklären? Ja. Warum funktioniert der Controller? Nee, der leuchtet. Das ist ein neuer. Das ist ein anderer. Super laut. Warum? Warum? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Das müssen wir nochmal neu starten, das geht so nicht. Wie kann das sein? Keine Ahnung, warum. Spiel verlassen. Jetzt haben wir das letzte Mal dasselbe Problem. Ja, irgendwie sowas ähnliches. Warte mal kurz, ich schraub dir was mal. Ach nee, erstmal Spiel verlassen. Wahrscheinlich denkt er jetzt, ich gebe auf oder sowas. Das denkt er nicht. Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Ich glaube, Squall ist nervös. Ja, erstmal suchen, ne? Wie viel schlauer. Das glaube ich auch. Und genau das meine ich im Moment. Es ist was anderes, wenn man gechillt im Twitch-Chat hockt, einen Chips in der Hand hat, irgendwie ein Bierchen und dann kluge Sprüche raushaut. No offense. Als hier vor einem Millionenpublikum, möchte ich sagen, zu spielen. Das ist schon was anderes. So ist es am besten ausgedrückt. Ja, gut. Also, jetzt muss der Squall ein bisschen ruhiger werden und du musst das Ding noch drehen, weil wenn er jetzt noch einmal verliert, ist das Ding verloren. Vielleicht sollte er eine andere Frisur tragen. Bitte? Vielleicht sollte er eine andere Frisur tragen. Ja, das ist nämlich. Ne? Vielleicht hat er ja auch den Samson-Gedanken und denkt, wenn ich meine Haare abschneide, dann Fokuila lebt, sag ich nur. Hallo. So, geht's jetzt? Aber? Ja, geht. Die Community leidet mit. Was schreiben sie denn? Du hättest so ein schönes Lied gehabt, Squall. Schreibt Finger hier. Und Omega, genau, Omega Frostbite schreibt, ich glaube, Squall ist nervös. Und Maluda Flow schreibt GZ Grasmus. Mhm. Oder die beste Theorie hat Frosty, der sagt, Squall hat wahrscheinlich auf die Kuh gesetzt. Squall wurde eingeladen. So, so darf es weitergehen. Wir werden sehen, was passiert. Das Dream Team kann dann gleich das Ding nach Hause und entweder ich oder Pape. Und ich bin ehrlich gesagt ganz optimistisch, dass einer von uns beiden einen Punkt holen wird. Naja, bei du bin ich mir nicht so sicher. Du bist ja nett. Wie oft habe ich bisher nochmal verloren? Gar nicht, aber ich kann mich noch mal vor der Sendung erinnern. Geschlagen Hearthstone! Kommt er jetzt noch?
Also aber komm, das ist gut. Heute kann ich mal spielen, verlieren, ne? Weil ich sehe sicher, wenn das Papa das Ding nach Hause holt. Von daher kann ich das ganz gechillt mit anderen am Sack angehen. Wo kommt er nicht jetzt nicht? Hast du ihn eingeladen? Ja, aber er kommt irgendwie nicht. Gib ihm ein bisschen Zeit. Okay. Oh, komm schon. Jetzt weißt du auch, warum Steve immer Hasen spielt. Weil? Damit wir dann alle fragen, ein paar lange Hand für den Sack feuern. Weil Leute ist halt voll beschäftigt. Eben. Ja, dann ist es groß vielleicht. Da ist er. Versus. So, jetzt muss ich ja nur noch. Ihr Lieben, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen euch beschwert, dass ihr sagt, ja, die Leute sind ja voll die Noobs, die hier antreten, ihr könnt euch selber bewerben. Vergesst das nicht. So schlimm war. Nee, ich sag nur, ne? In jedem Spiel könnt ihr euch selber bewerben. Also meckert nicht, bewerbt euch selber, dann seid ihr vielleicht hier und könnt die Community vertreten. Warum nicht geht's jetzt? Ich bin optimistisch. Warum sowas man nie? Schöne Map, schön lilere Blumen. So, du bist dran. Ja, du geht. Bist dran. Es geht. Ja, genau. Weiter. Wie steht's denn beim Fußball eigentlich? Null. Oh, ich habe unentschieden getippt. Ah, das ist der Winner zur Ahnung von Fußball. Haben beide Mannschaften einfach mal geHSV'd, oder? Nice. Nein. Source ist das Original, also die Beste. Die Beste oder das Beste oder der Beste? Hier wird gerade gefragt, wie die Streamqualität sein muss. Auf 3. Source ist Beste. Papa hat sich heute Lederhosen fürs Oktoberfest gekauft, aber sie sind zu klein, weil Papas Gemächt zu groß ist, wie man hört. So, komm, ich packe den da oder da hin? Ich muss so pissen, Rasmus, du darfst auf keinen Fall ein drittes Spiel gehen, ey, sonst platze ich. Und in die Flasche wird's ein bisschen eng. Ach, und du schießt doch niemand. So. Und denkt da, liebe Community, wir werden in nächster Zeit ein... Wie lange geht die Aktion, Taddy? All you can eat? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Nicht, dass das nach einer Woche vorbei ist, weil diese Woche schaffen wir es auf keinen Fall. Ich google das mal. Weil, falls ihr jetzt eingeschaltet habt, liebe Community, wir werden ein... Nachdem mein Waldlauf war, der ist jetzt gestern in einer Woche, also nächsten Donnerstag. Also meine auch. Genau, Rasmus auch. Danach werde ich das feiern, dass ich nicht mehr mich wie eine Kuh ernähren muss und werde mit Pape nach Bremen in die City ziehen und ein All-You-Can-Eat bei Pizza Hut machen. Wir machen daraus einen Community-Vlog, das heißt, ihr dürft dabei sein. Das heißt, ihr dürft mit uns All-You-Can-Eat essen. Ihr seid dabei, oder? Bremen ist nicht so weit weg von da, wo ihr wohnt. Kleine Zwischenfrage. Ja? Wie ist deine Bestzeit? Ach du, ich poker heute. Ich sag dieses Jahr gar nichts von meinen Zeiten. Mhm. Ich poker. Mein Ziel ist wieder Top 10 und das schaffe ich. Nur weil du weißt, dass ich besser bin? Okay, wollen wir es hoffen? Was meinst du, was ich jetzt mache? Ja. Ich lasse die Granate fallen. Das ist doch gut, weil es auch abfällig ist. Da kann dir nicht so viel passieren und er ist jetzt da gefangen und forever alone. 40 Schaden, sehr schön. Der gute alte Ifrit. Ifrit. Und da fängt er wieder an, den Boden voll zu schleimen. Ja. Ifrit ist aus Final Fantasy. Okay. Warte, ich muss mir die Wurmnamen mal genau angucken. Da weiß ich, glaube ich, weiß, wo die zu dir gehören. Ich change gar nichts. Oh, er bleibt an der Kante hängen. Oh, du fliegst 50 Kilometer gefühlt. Ja, das ist... 54 Schaden, lecker mio. Ja, das ist halt die dicken Würmer, ne? Die was? Die dicke was? Das sind halt die dicken Würmer, ne? Ah, die machen mehr... Ah, ja, ist klar, ist ja gesagt, machen mehr Schaden. Und außerdem ist da noch ein kleiner Wurm, also das ist das Maximum mit Schaden, was geht. Oh, warte mal. Oh, das ist scheiße, weil da... Genau, an dem Tag ist der Waldlauf. Ja, danach... Wumm. Fettfleck. Volltreffer. Ja, ist gut. Und dadurch stehst du auch gut, weil wenn er jetzt zum Beispiel eine Granate fallen lässt, läuft er nicht in dich rein. Ja, wahrscheinlich wird er einfach einen Bazooka nehmen und mir ins Gesicht schießen. Also entweder stehst du schlecht für eine Bazooka oder schlecht für eine Granate. Eines von beiden. Okay. Und die machen beide gleich viel Schaden. Okay. Was macht er jetzt? Traut er sich an den Barbarian dran? Das ist die Frage. Ich finde, der Wurm sieht auch aus wie ein Barbar mit dem Hut.
Kann ich irgendwie nochmal die Namen sehen? So, oh, jetzt haut er schon. Hat man nur ein Dynamit pro Dings? Oder ja, zwei? Man hat ein Dynamit. Man kann sich welche nachkaufen oder finden, aber. Okay, also 55 Schaden. Und er haut es aber immer in die kleinen raus. Das heißt, die machen nicht so viel. Der muss mit diesem dicken Typen da oben muss das rausklatschen. Weil der macht dann doppelt so viel. Wie klatscht man Dynamit raus? Ich mach's raus und die Stange einfach ins Gesicht haut. Alles klar, alles klar. Du kriegst ein Boogie B, hast du gerade bekommen. Freust du dich? Ich frag mich, was ein Boogie. Achso, ich weiß wieder, was ein Boogie B ist. Dann tanzen alle Würmer? Nein, Boogie B ist. Dann tanzen Würmer im Himmel. Aber okay. So, du willst jetzt Rache an Squall PM, dem Wurm vom Squall PM, der auch Squall PM heißt. Und da lässt du wieder eine Granate runterfallen? Nein, ich nehme einen Dynamit, aber erst nachdem ich die Kiste da hinten eingesammelt habe. Oh, du bist schlau. 17 Sekunden hast du, das könnte eng werden. Nein, das wird überhaupt nicht eng. Okay, das ist nur ein Zeitgefühl. Wieder Boogie B? Ja, ich bin voll mit Boogie Bs. Was heißt Zeitgefühl? Woher soll ich das denn wissen, Alter? Du bist ja ein toller Typ. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist nicht so geil. So, und jetzt kriegt er 65. Das reicht. Das reicht und weg ist er. Hat auch ordentlich Platz gemacht. Ja, hat nochmal ordentlich, ja. Papa, kannst du damit aufhören? Das lenkt mich ab. Ich muss hier vollerweise... Papa, es reicht, ne? Jetzt auch noch dem armen Philipp die Schuld in die Schuhe schieben. Alter, du bist kein Teamplayer, Papa. Ich sag's, wie es ist. Du supportest mich nicht. Ich merke mir das. Deine Medaille wird beschlagen sein. Ja, man muss hoffen. Ich muss so Lulu, ich glaube das gar nicht, ich muss so Lulu. Aber du darfst nicht mehr auf meinem Mount Sofa sitzen, wenn du nicht getötet hast. Hat mich nicht getötet. Nie wieder? Ich bin so bösartig. So. Die Frage ist jetzt, warte kurz. Mache ich jetzt hier Druck oder mache ich da oben weiter? Wahrscheinlich mache ich hier Druck. Wo? Hat der noch zwei Würmer? Nein, der hat doch drei Würmer. Da hinten ist ein dritter. Geparkt in der Ecke. Wie sich für Würmer gehört. Warte kurz ein bisschen näher ran, ich jetzt wieder irgendwelche Minen laufe. Ich muss sagen, ich schäme mich noch für den letzten Anfang vom Spiel. Ja, bring mal das nach Hause, dann brauchst du für gar nicht schämen. Naja. Bring die nach Hause. Und da hüpft er weg und das gibt 40 ins Gesicht an den Fukuila-Wurm Cloudstrife. Aber es ist knapp, ne? Es ist jetzt nicht deutlich, der Vorsprung für dich. Stimmt. So. Aber ich frage mich, welcher Wurm. Jetzt kommen wir in die Ecke, die haben wir vom Anfang. Da kommt er da raus? Ich glaube nicht. Mit dem Sprung wird er da nicht rauskommen. Mit dem Sprung kommt er da nicht raus. Seil oder Jetpack oder Dingskanone. Merkt er jetzt auch? Er nimmt die Kanone, glaube ich. Oder nein, ist er nimmt Seil? Die Seil. Okay, ich kann es nicht sehen. Er nimmt die Seil. Er nimmt die Seil übrig, 5. Was legt er da jetzt hin? Er tanzt erstmal mit dir, scheinbar. Was macht er jetzt? Ich schieße mir das Seil gleich ins Gesicht. Kann er dich damit fählen, oder was? Nein, kann er nicht. Aber es sieht vielleicht gut aus. Jetzt kommt eine Granate. Ja, wahrscheinlich. Was hat er denn damit vor? Weiß ich nicht. Oh, warum hat er nicht, voll verkackt! Warum hat er nicht direkt vor mich gelegt? Voll verkackt! Warum hat er das 15 Schaden. Na, voll 15 Schaden sind immer noch ein bisschen Schaden, aber das ja, ist natürlich normalerweise das Doppelte, ne? Ja, nee, das Dreifache. Oh. Du kannst damit, Ich habe das Gefühl, der Squall ist nervös. Kannst damit 45 Schaden machen. Der Squall ist eigentlich kein schlechter. So, warte, ich stimme hier auf das. Ist einfach nervös. Ich glaube, falsche Richtung. Schon ein Faktor, den man hier nicht unterschätzen darf, ihr Lieben. Ich bin überhaupt nicht nervös, ich bin die Ruhe selbst. Ja, du, hör mir doch richtig zu, Mann. Ich sag, der Squall ist nervös. Ich weiß, aber es kann ja sein, dass du es auf mich übertragen möchtest. Nein, ich möchte gar nichts auf dich übertragen. Außer Ebola. Aber nein, das möchte ich dann aber nicht antun. Ich möchte AIDS auf dich übertragen. Bitte? Ja. Du hast also AIDS, willst du damit sagen, ja? Nein, ich werde es auf dich übertragen. Ah, das ist ja nett. So, was war das? Das war eine Kiste. Nein, hör auf! Pass auf, es war ein Werkzeugkoffer, in dem ich nicht weiß, was drin ist. Achso, stimmt, du weißt. Ah, okay. Mhm. So, Barbarian ist natürlich Kummer gewohnt, sag ich mal. Ne? Ja, Barbarian wird aber nicht sterben. So, diesmal kann er aber die Granate nicht verkacken, weil die rollt ja zu dir runter, ne? Ja, es sei denn, er wollte sie auf seinen Hut replatziert, sensationell. Ist aber gut, guck mal, ich kann die gleich hier unten von da weiter, so, jetzt muss ich gar nicht darüber. 60 kannst du natürlich nicht töten, ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Was habe ich eigentlich in den 8 Jahren da unten? Oh, da ist er links. Ja. Den kannst du natürlich jetzt auch nicht an einschenken. Ich mache aber gar nichts. Du machst gar nichts? Ich mache natürlich was, aber ich sammle erstmal hier das Geld ein. Weil Geld, Money ist immer gut. Das weißt du bestimmt. Philipp würde jetzt sagen, Ult ist gleich ready. Kannst du vielleicht mit den 20 Gold irgendwie dir eine geile Ult kaufen? Ja, okay, ich kann mir leider kein Dynamit kaufen, tut mir leid. Schade, warum nicht? Weil Dynamit zu teuer ist. Jetzt für 20, warte mal, habe ich? Nee, ich kann mir doch schon Dynamit kaufen, wenn ich wollte. Willst aber nicht. Willst vielleicht mit finishen, ne? Ja, genau. Wumm! Sag lieber Bam. Okay.
So, 35 klingt jetzt nicht so viel. Ja, ist auch der Aufklärer, der Scout gewesen. Der Scout, ja, und der wird jetzt sterben. Ja, wahrscheinlich. Aber da lachst du ja nur über. Ja, du bist jetzt auch so richtig ein. Ich habe das Gefühl, diese Fehler, die du am Anfang gemacht hast, die machst du jetzt nicht mehr. Du spielst dann den runter. Also, das, ja. Du bist quasi drin in der Partie, könnte man sagen. Was macht er jetzt? Hä? Ich weiß es auch nicht. Es tut mir leid. Nicht, dass das Seil gleich durch den Felsen abgetrennt wird und er runterfällt. Ah! Er will mit Seil dir in der Granate sich dann weghangeln. Wenn er das kann. Also, ich habe das noch nicht hinbekommen, richtig. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten, sage ich immer, liebe Community. Okay, das ist schon die bessere Variante. Was macht er jetzt? Shotgun? Ja, hat er mich auch getroffen. Ja. Zwar nicht richtig, aber das hatte gereicht. Muss man gar nicht lange rumexperimentieren. Ja, den zweiten Schuss macht er. Den zweiten Schuss, zum zweiten Schuss kommt er eh nicht mehr. Das ist natürlich. So, könntest du mal mit mir reagieren? Was könnte ich? Können Sie mal auf mich reagieren? Tu ich. Ich habe gesagt, zum zweiten Schuss wird er nicht mehr kommen. Und, ist er? Er hat ihn noch in die Wand geschossen. Manchmal ist es ganz wichtig, zum Schuss zu kommen, ne? Was meinst du, worauf ich angespielt habe? Oh, Gesundheit. Oh, du, der sammelt alles ein, der Rasmus. Das ist sensational, was der hier zeigt. Und wieder so, und jetzt kannst du ihn noch so richtig... 65 machst du bestimmt nicht. Nö. Obwohl, es sei denn... Warte mal kurz. Was? Jetzt nicht groß und wahnsinnig werden? Ah, mach das 65? Nee, ne? Doch, von dem Wurm schon. Das ist mein größter Wurm. Ich habe ja diese dicken Dinger nicht. Und ich macht 65 jetzt? Ja. Ich will es oben erklären. Der macht wirklich 65. Du hast ihn gekillt. Wahnsinn. Ja. Das war natürlich sehr gut eingesetzt, das Dynamit. Ne? Also es sieht alles, schaut euch mal links unten den Zwischenstand, sieht alles nach Rasmus aus. Der ist auch schon fast tot im nächsten Zug. Nach einem wirklich beschissenen Anfang, möchte ich sagen, hat sich Rasmus ausgerechnet wirklich gut eingespielt. Das sieht, aber ich meine, vorhin haben wir auch gesagt, das kann man nicht mehr gewinnen, das ist verloren. Also ich sag nur Pferd und Apotheke, liebe Community, mehr sag ich gar nicht. Was denn jetzt vor? Er macht schon ab und zu so ein paar komische Sachen. Da kann man jetzt einfach hingehen und ich höre gerade aus der Regie, dass wir 8000 Zuschauer gerade haben. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr alle einschaltet heute Abend hier in die Community. Ich vermute mal, dass es nicht bei uns gemünzt ist. Doch, bestimmt. Wahrscheinlich haben wir sie nur verwechselt. Nein, nein. Dafür sind wir bekannt. Cool ist es, wie gesagt. Zuerst Twitch und was dann. Was hat er jetzt vor? Der hat die Granate einfach hinzulegen. Oh, was soll denn das? Die bleibt da liegen. Das kann ich jetzt vergessen. Warum legt er die nicht einfach neben dich? Ich frage mich auch, ehrlich gesagt. Wäre es viel sinnvoller gewesen. Das mache ich doch auch die ganze Zeit. Kann sie sich einfach abgucken. Ja, Ich will das extra nicht. Oh, Nop-Nop ist da. Hi, Nop-Nop. Ist das Mainstream für ihn oder was? Nop-Nop. Wumm. 40. Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so cool wie und abgesagt wie der Rasmus jetzt runterspielt, glaube ich, es riecht nach einem 2:1 für die Community. Ich rieche es. Aber wir werden sehen. Und tot. Nee, doch nicht. Hat er braucht zwei Schüsse. Ja, natürlich hat er zwei Schüsse, aber er kann den anderen nicht mehr abschießen. Damit haben jetzt beide zwei Würmer. Aber ja, du hast aber natürlich wesentlich mehr Hitpoints. Ich kann jetzt einfach mit einer Shotgun dort durchgehen, einfach als Abreim. Absahnen. Okay, theoretisch. Ja, theoretisch. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Machst du denn 30 mit einer Shotgun? Oder willst du erstmal nur einen killen? Ich kill erstmal nur einen. Ich will weniger Zeit geben, über sein Vielfalt nachzudenken. Das finde ich sehr pädagogisch sinnvoll, Rasmus. Gut ab dafür. So, 100 und 130 Hitpoints haben die Würmer vom Rasmus und der vom Scroll hat 20. Beim letzten Mal hat der Kandidat Folgendes jetzt gemacht. Er hat sich einfach in irgendeine Ecke geportet und auf Zeit gespielt. Hat ihm nichts gebracht. Macht er jetzt auch? Nö, glaube ich nicht. Was macht er? Wo ist er hin? Wie viel jetzt? Ich hoffe, dass ich dich jetzt wegporte, weil das ist so... Macht er wirklich? So, ja. Ja. Gut. Aber was würden wir in der Situation machen? Würden wir vielleicht auch mal, weil das ist ja sonst verloren. Er muss jetzt tricksen, ne? Ja, das ist wie ein Hass und wie sie nur im Spiel noch alles versuchen und nicht aufgeben wollen. Ich kann einfach hinporten, ist mir scheißegal. Also meine Blase sagt, nein. So, kann er gleich nochmal wegporten? Ja, ne? Wenn du jetzt dich da hinstellst, dann... Ja, könnte er rein theoretisch, aber ich stelle mich jetzt einfach... Stelle ich mich da drüben hin oder stelle ich mich da hin? Das ist die Frage. Nicht sagen, bitte. Danke. Ich stelle mich hier hin. Das finde ich noch viel krasser. Warum? Weil mich da nie im Leben trifft. Aber du kommst da nicht raus. Doch, natürlich komme ich da raus. Kommst du raus? Ja, natürlich. Du kommst doch raus. Ich bin doch. Du kommst doch raus? Ich bin doch nicht übergewichtig. Bist du der Schlangenmann? Ja. Was machst du, wenn er jetzt wieder rausportet? Dann porte ich einfach nochmal hinterher. Es sind doch ich habe auf jeder Ebene einen Wurm, er kann sie ja gar nicht wegporten. Du hast nur zwei Würmer und es sind drei Ebenen. Ja, ich mache einfach eine weniger, wenn ich das sage, dann macht der Spieler schon.
Und du bist also ein Hacker, ja? Ich bin nicht nur Hacker, ich bin ein Cheater. Wieso ist der jetzt so klein? Hat er sich irgendwie kleiner gemacht? Nein. Sieht aber so aus. Ja, aber ist ja auch ein kleiner Wurm, aber er ist nicht kleiner geworden als vorher. Ein sehr kleiner Wurm, oder? Der war nicht immer so klein, oder? Echt? Das sagen sie morgens. Oh, guck mal, er ist fast auf die Mine gerade gesprungen. Das sagen sie morgens auch immer, wenn sie aufstehen, ne? Dass mein Wurm so klein ist? Der war noch immer so klein. Der ist aber noch größer. Was machst du? Jetzt wollen wir aber hier nicht frech werden, du. Nicht, dass ich euch doch nochmal im Unterricht habe, ne? Yes. Ich sag's nur. Oh, die hat aber gut gepasst. Das ist eine Splittergranate? Ja. Oh, das kann teuer werden. Nö. Okay, vielleicht doch nicht. 30. Splittergranaten. Die war aber direkt auf die Nase gesetzt. Da war ich jetzt ein bisschen beeindruckt. Splittergranaten sind eigentlich so. Ah ja. Warte, weißt du, was ich hier mache? Boogie B. Töte ihn einfach. Reicht mir jetzt. Was ist Boogie B? Boogie B ist skill-lastig. Was zur Hölle? Ich werfe ihm einfach Granate ins Gesicht. Was ist das denn? Ist mir doch wurscht. Ein oder mehrere? Scheiße, voll daneben geschmissen. 15. Boogie B, da kommt er einfach. Ich habe ja noch einen zweiten davon. Okay. Was macht ihr da? Wir kommen ins Stream bei euch. Ich habe noch einen zweiten Boogie B. Oh, hier wird Stevietron gefordert. Das war schon ein ziemlich geiles Schnitt, die Stevietron. Guck mal, trotzdem noch 100. Ja, jetzt kann er einfach da in den Gang reinschiffen, oder? Ja, ist so, das kann er auch machen. Also könnte so eine Wasserbombe natürlich werfen. Jetzt nicht großkotzig werden, Rasmus. Ne? Du hast das Ding gerade auch schon verloren. Ich könnte eine Wasserbombe werfen, dann würde er jede Runde 5 Schaden kriegen. Oder Elektromagnet, sich in die Ecke setzen. Ja, okay, das ist Selbstmord. Könnte er auch natürlich auch machen. Hat er sich gerade selber gebombt? Ja, hat er eingesehen. Und das war's, ihr Lieben. Damit für die Community mit 2 zu. Für die Crew mit 2 zu 1. Das war. Ich weiß nicht, der Squall war irgendwie nervös. Der hat sich jetzt am Ende. Ich meine, das hätte er sowieso nicht mehr gewonnen, aber am Ende hat er sich richtig auch nochmal selber schön reingedreht. Mhm. Damit steht 2 zu 1, ihr Lieben. Wenn ihr meint, ihr könnt es besser in Worms klagen, was kauft ihr das Spiel? Ich habe das gerade im Angebot irgendwo gesehen für 5 Euro. Damit ihr den Rasmus dann beim nächsten Mal noch mehr ins Schwitzen bringt, nicht nur wie der Squall im ersten Spiel, sondern vielleicht auch mal ihn an der Rande eine Niederlage bringt. Das war im zweiten Spiel sehr souverän, Rasmus. Da würde ich sagen, Rasmus auch noch ungeschlagen hier bei QSU. Zweimal gewonnen und es steht 2 zu 1 für uns, ihr Lieben. Und jetzt habt ihr echt ein Problem in der Community, weil jetzt haben zuerst Papa und danach ich die Chance, das Ding nach Hause zu holen hier. Das heißt, Doppelmatchball für uns. Und ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, einer von uns wird's machen. Und ihr könnt live dabei sein, hier bei Crew vs. Tür Nummer 5. Und wir machen eine kleine Pause, ich muss dringend auf Toilette. Und dann wird Daniel hier sitzen und in der Daniel-Krömer-Kombo... Papa, was machst du hier? Du bist nee. Dran. Hast du gesagt, erst Papa, dann ich. Deswegen darf ich. Guck doch auf die Seite, da steht doch die Reihenfolge. Nee. Ja, eben hast du gerade... Wollen wir die Reihenfolge ändern? Willst du als Erster? Ist mir auch recht. Los, gut, Papa, dann bist du gleich dran, dann mache ich das Finale, dann ist es vielleicht schon erledigt, dann kann ich das noch lockerer spielen. Gut, also gleich FIFA mit Stevinio Rubenbauer und ich gehe strollern und wir sind gleich wieder für euch da mit dem Sieg für die Crew. Bis gleich. Wir sind drauf. Das heißt, wir sind jetzt da oben, oder was? Hallo. Papa in der Regie, ey, das kann ja nichts werden. Ja. So, ihr Lieben, ja, wir hatten Probleme. Der Flip... Er ist jetzt gerade auf seinem Rechner, das FIFA. Wir können natürlich einfach 14 spielen, aber es wäre irgendwie nicht dasselbe, weil wir 15 ausgeschrieben haben. Von daher probieren wir das jetzt nochmal, wenn das irgendwie nicht klappt, spielen wir halt 14. Das ist jetzt der Deal. Und ich werde jetzt eine Runde Hearthstone spielen, oder wie Mace jetzt sagen würde, Hearthstone. Ich rufe mal eben meinen Gegner an, den Kim. Kim Georg L. So, gucken, wie gut er ist und was er zu berichten hat. Ich glaube, er hat keine... Keine Webcam. Geh ran. Ich weiß, wo du wohnst. Da hat er keinen, ne? Irgendwie. Da haben wir ihn. Kim Georg, ich grüße dich. Kim Bro. Moin, Chef. Moin. Wie ist bei dir? Du hast keine Webcam, ne? Nee, leider nicht. Alles klar. Ja, dein Name sagt mir was. Du bist schon länger bei uns dabei, ne? Wie nenne ich dich? Kim oder nenne ich dich George oder nenne ich dich Kim? Nee, Kim reicht. Alles klar, Kim. Erzähl ein bisschen was über dich. Wie lange bist du schon bei uns? Ich bin durch, wenn man das sagen darf, durch Venien, durch die Kataklysmen Beta zu euch gekommen. Mhm. In irgendeinem Livestream von ihm warst du dabei und dann, ja, nach ein paar Tagen habe ich dann endlich herausgefunden und bin auf deine Seite gekommen. Es war nicht so einfach, aber naja.
Bei einem Livestream von ihm war ich dabei. Kann das die WoW-Nacht gewesen sein, die alte? Nee, ne? Nee, es war ein Livestream und das von irgendeinem Typen, der dich geflamed hat und dich dann irgendwie später angerufen hat, auf deinen AB gesprochen hat und sich entschuldigt hat, irgendwie erzählt, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mal mehr, aber gut. Weiß ich auch, ja. Muss ich so hinnehmen, alles klar. Und das hat mich dann gleich sympathisch gemacht bei dir, ja? Ja, genau. Ja, ist klar. Das Schlimme ist, dass es ja nicht mal unrealistisch klingt. Also, ja, das lassen wir mal. Gut, wie sieht es bei dir in Hearthstone aus irgendwie? Zockst du es auch seit der Beta, oder? Ja, seit der Beta, aber eigentlich immer nur so mit einer Hand am Sack und, Cool, dann haben wir es gemeinsam, ja? Ja, und halt nur die Decks, die mir Spaß machen und nicht irgendwelche Abuse-Scheiße oder so. Da haben wir auch was gemeinsam, obwohl, ich habe auch schon mal cool. So gespielt. Ja, was kann man sonst noch sagen? Du hast dich beworben, viele andere haben sich auch beworben. Du wurdest random ermittelt und ich glaube auch, nachdem Hendrik Desaster am letzten Mal, hättest du dich nicht beworben, wenn du nicht zumindest daran glauben könntest, würde es eine Chance gegen mich zu haben, oder? Ja, das stimmt. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns eine Runde zocken. Jawohl. Und soll der Bessere gewinnen einfach, ne? Ja. Gut, dann okay. Bis gleich, Alter. Ja, bis gleich. Tiefstapler, glaube ich. Aber nicht mit mir. Achso, ich muss ja eh auflassen, weil ich ja Musik hören muss. So. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Du auch? Ja. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich als Letzter gespielt hätte. Wenn ich wüsste, dass wir safe zu Hause sind. Sorry. Vielleicht wären wir. Aber stell dir vor, wir wären nicht safe zu Hause gewesen, hättest du mehr Druck gehabt. Da hätte ich noch mehr gedrückt, ja. Da hätte ich noch mehr gedrückt. Mann, Hearthstone, das spielst du jetzt eben locker so durch? Ja! So, ihr Lieben, ich will jetzt nicht schon mit Entschuldigung anfangen, aber ja. Ich bin, sagen wir mal, nicht so selbstbewusst wie beim letzten Mal, als ich natürlich intensiv mit dem Xanti trainiert habe, aber mal gucken, was meine alten Knochen noch so machen. Gut. Dann schauen wir einmal. Bitte meinen Bildschirm jetzt nicht zeigen. Ist nicht. Gut. Du bist in groß für alle zu sehen. Das ist sowieso Delay, oder? Ja. So. Achso, ich muss Musik anmachen. Scheiße. Okay. Ja, interessant. Sein Gegner spielt Mage, sie spielt eines seiner Kriegerdecks. Ich bin mir gar nicht sicher, welches es ist. Hat ganz gute Startkarten. Naja, ja, Schildblock, Schildschlag am Anfang nicht so geil. Zuchtmeister kann man gut behalten, um ein bisschen aufzuräumen am Anfang. Acolyte of Pain. Ja, Mage, was ist das für ein Mage? Wahrscheinlich so ein abgefuckter Agro-Secret-Mage-Scheiß. Mal gucken, werden wir sehen. Ja, Steve spielt lieber an der Map rum, obwohl er schon wieder dran ist. Muss man sehen, was man da macht. Also, er spielt erstmal die Rüstungsschmiedin, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, da kommt jetzt erstmal hier der irre Wissenschaftler für irgendein Secret. Spielt er den Akolyt des Schmerzes, geht erstmal ins Gesicht, versucht seinen Zug zu beenden, schafft es nicht, schafft es dann aber doch noch. Ja, ist spannend. Also eigentlich noch nicht, aber das wird spannend. Ja, sieht noch nicht so momentan noch nicht so leicht aus alles. Er zieht jetzt hier die feurige Kriegsaxt. Überlegen, ob man die vielleicht spielt und den Kirin-Tor Mage weghaut. Könnte man machen. Macht er vermutlich auch. Irgendwann muss er auch das Secret auslösen. Mal gucken. Wenn das jetzt Duplicate war, war es nicht schon mal. Spielt den Zuchtmeister, zieht eine Karte mit dem Acolyte. Ja,
Ja, das war Spiegelgestalt. Das ist jetzt, ich würde sagen, eigentlich ein mehr oder weniger guter Fall. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Ich weiß auch nicht, warum man das Spiegelgestalt am Anfang... Ich weiß nicht. Ich finde, Spiegelgestalt ist für mich immer eher im Late-Game wertvoller. Ne? Wobei man grundsätzlich natürlich auch, irgendwie, wenn man ein bisschen besser spielt, versucht, irgendwie aus drum zu spielen. Aber manchmal hat man da nicht die Wahl. Ja, er tradet da seinen Wissenschaftler rein, um sein Secret zu kriegen. Und wahrscheinlich, damit Steve nicht noch mehr Value aus dem Acolyte kriegt. Astraler Arcanist ist immer so eine Sache. Der ist natürlich immer direkt relativ strong, wenn man mit einem Secret den Zug beendet. Ja, was kann er da machen? Geht mit der Waffe auf den... Kassiert natürlich 5 Schaden dadurch. Ist natürlich schon eine Hausnummer, ist nicht zu unterschätzen. Spielt den instabilen Ghoul und den Akolyten, oder lässt den Akolyten weg. Spiegelgestalt, das war... das ist das zweite Spiegelgestalt weg, das war es ja jetzt schon mal. Ist jetzt nicht, auch jetzt nicht das Schlimmste, was er da bekommen hat. Er kriegt natürlich so, dadurch durch den Death Rattle kriegt er natürlich da von dem Akolyten, wenn er nicht irgendwie anders stirbt, extrem viel Value und schön viel Card Draw. Ja, alles noch offen. Steve natürlich, was heißt low? 21 insgesamt, wenn man die Rüstung zum Leben dazu zieht. Kimbo mit 25 Leben. Überlegt jetzt schon etwas länger, was er tut. Spielt jetzt den Undertaker. Und den irren Wissenschaftler und hat da natürlich jetzt einen ganz schön starken Tisch quasi. Sagt jetzt, dass er eher so die Decks spielt, die ihm Spaß machen, aber das sieht ja schon eigentlich nach so einem typischen Mage-Deck aus, wie es momentan halt gespielt wird, ne? Aber vielleicht macht ihm das ja Spaß. Ja, Steve muss jetzt auch überlegen, was er tut. Ist klar. Ist auch eine gute Aussage. Ich will erstmal nochmal eine Karte ziehen da mit seinem Acolyte. Spielt jetzt die zweite Rüstungsschmiedin. Damit kann er natürlich, wenn er jetzt da rein... mit Slam noch quasi den Undertaker machen und dann die Train, das war auch alles tot, oder? Das würde jetzt alle Schaden kriegen. Hat jetzt so auf jeden Fall extrem viel Rüstung aufgebaut, könnte vielleicht mit Sagrasmus gerade mit Zerschmettern noch den Undertaker killen. Und dann noch einen kaputt traden, einen von den beiden. Ach so, ja. Das würde ich glaube ich gar nicht machen. Aber ich würde auf jeden Fall mit Zerschmettern den Undertaker noch kaputt machen und die anderen beiden stehen lassen, weil er ja weil die durch den Death Rattle von dem Dingstones da sowieso sterben. Ja, stimmt schon. Naja, noch alles offen. Also gespannt. Er hat natürlich durch den Zug jetzt extrem viel Rüstung aufbauen können. Was ja schon mal sehr positiv ist. So, mehr Rüstung und noch ein Card Draw. Schön. Könnte man fast überlegen, oh Gott, das ist so viel Rüstung. Könnte man fast überlegen, ob man den jetzt executed irgendwie. Ist das genug Value? Habe ich Leute schon machen sehen, aber muss auch nicht unbedingt sein eigentlich. Ja, ist die Frage, was spielt da Größeres? Kann, ich meine, du weißt ja nicht, was kommt, aber was hat so ein Secret-Aggro-Mage noch am Deck? Sylvanas vielleicht? Ja.
Ragnaros, ja, das kann auch sein. Jetzt hat er natürlich gerade hier Dingsbums. den Biss des Todes, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ne? Gezogen. Könnte er natürlich anlegen und den Sludge Belger kaputt machen. Stimmt, er da unten. Ah, stimmt. Den habe ich gar nicht gesehen. Kopiert ihn. Hat er auch noch nicht gemacht, jetzt hat er das gemacht. Ja, das Problem ist, gut, okay. Ich meine, das ist. Ja, es ist A. Counterspell. Ja, der beste Zug, gut, okay, aber der Counterspell, ich weiß ja nicht, der hätte jetzt schlimmer ausgehen können. Wobei jetzt hat er natürlich keine Möglichkeit, den Sludge Belger wegzumachen irgendwie. Ja, naja, ja, doch, der könnte zumindest sein, ja. Wobei der wäre dann sowieso gekommen. Ja, da. Das gibt natürlich nochmal ordentlich Rüstung. Ja, gut. Also ich würde jetzt hier vermutlich Biss des Todes spielen. Ich glaube, ich will, ja genau, jetzt heilt jetzt den Sludge Belger noch, macht ihn kaputt. Jetzt überlegt, ja genau, das war, so hätte ich das wohl jetzt erstmal auch gespielt. Ja, das ist alles momentan, ist das vom Überleben her sieht es ziemlich gut aus. Ja, wobei seine Hand auch ziemlich gut aussieht. Ne? Er hat ja momentan auch hier die Kombo mit Grommasch und dem Zuchtmeister zum Aktivieren auf der Hand. Also Und zwei andere gute Karten hat er wohl auch noch. Gibt einen Feuerball ins Gesicht? Ja, ja gut, okay. Was willst du sonst damit machen? Naja, keine Ahnung, groß aufbewahren lohnt sich jetzt gerade momentan wahrscheinlich auch nicht. Kern würde ich jetzt spielen. Oder, also ich glaube, ich würde Kern spielen. Kern, Armor ab. Ja, aber der wird nicht getötet, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber der wurde das jetzt danach gespielt, nachts war der Bett. Genau, deswegen, ja genau, der würde nicht kaputt gehen. Deswegen lohnt sich das eigentlich fast nicht richtig. Zuchtmeister macht nur einen Schaden, ne? Ja, macht schon Sinn. Ja, genau, spielt jetzt Kern, macht Armor ab und greift mit seiner Waffe nicht weiter an. Es kommen Wasserelementar, die müssen ja irgendwann noch kommen. Pinkt das Gesicht. Geht auch mit dem Erntegolem ins Gesicht. Ja. Weiß nicht, Sylvanas würde ich hier, glaube ich, nicht spielen. Ja, aber Karten ziehen mit Schildblock? Ja, das würde ich eigentlich erstmal mit Schildblock Karten ziehen. Ja, weil der irgendein Waffenvalue kriegt man ja eh nicht mehr dadurch. Ah, ob ich den nicht aufbewahren würde. Vielleicht eher, ja, ich würde auch erstmal mit Shieldblock eine Karte ziehen und gucken, was kommt. Vielleicht kriegt man da irgendwas, womit man, wenn man mit der Waffe auf dem Elementar geht und dann durch den Death Rattle den zerstörten Erntegolem da noch mit kaputt machen kann. Gut. Das macht er auch, also er legt den Sludge Belger, damit hat er schon angegriffen, ja, hat er mit getradet. Jetzt hätte der doch nicht schon Schaden, ne, ja. Wundert sich, dass er den mit dem schon angegriffen hat. Irgendwie.
Ja, momentan sieht es ziemlich gut aus für Steve. Aber man will den Tag nicht vor dem Abend loben. So, ein Feuerball, ein Frostbolt weg. Ja, das ist natürlich... Er sagt schon gut gespielt im Sinne von, das war's wohl für mich. Ich glaube, ich würde hier bis des Todes spielen, den rechten, den 3-3er angreifen und dann mit dem 1-1er den Elementar wegtraden. Dann wahrscheinlich noch Harrison spielen und mit dem Kern ins Gesicht gehen. Das würde ich machen. Muss er jetzt hier ein bisschen Gas geben. Mann, das Spiel ist eigentlich. Wobei, still, das ist ja noch gar kein Death Rattle, habe ich ganz vergessen, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Aber er braucht ja. Dann kann er das auch einfach so gemütlich weiterspielen. Dann kann ich sowieso vorbei. Ja. Ja. Wenn er jetzt keine Antwort darauf in irgendeiner Weise hat, vielleicht hat er ja noch einen Flamestrike gezogen, hat er nicht. Ja, also das. Das hat Steve gewonnen. GG. Sehr schön. 1-0. Ja, GG. Oh Mann, ey. War wieder ein, zwei Fehler drin, ey. Ja, fandest du? Dass ich das mit dem Tower nicht gecheckt habe. Ich denke, ey, wieso, wo hast du? Ich wusste echt nicht, dass ich den Schieftail schon gezogen habe, ey. Gut, noch ist nichts gewonnen. Nee, noch nicht, nee. Gut, machen wir gleich weiter. Da kann ich gar nicht groß drüber nachdenken. Hochgedreht? Okay, dann will ich sie nicht kaputt machen. So, nächste Runde. Starthand ziemlich mid-late-game-lastig. Spielt jetzt Krieger gegen Krieger, das könnte interessant werden. Mirror-Match. Bin gespannt, wie das Deck von Kimbo aufgebaut ist. Er startet dann mit dem instabilen Ghoul. Mal gucken, was kommt. Spielt da den wütenden Berserker? Das ist jetzt schon mal nicht, also das ist jetzt schon mal eine doofe Situation irgendwie. Coin bis des Todes greift an. Dadurch hat der natürlich direkt jetzt, macht er jetzt 4 Schaden mit seinem Minion. Noch bis des Todes, greift aber nicht an. Steve zieht jetzt hinrichten. Belegt bestimmt, ob er das spielt. Gut, okay, wir natürlich vermeiden, dass das Ding noch dicker wird. Und noch Armor ab und beendet den Zug. Je nachdem, was jetzt kommt, also wahrscheinlich nächste Runde ein
Schlickspucker. Armor ab. Shieldblock. Und jetzt greift er mit seiner Waffe auch an. Scheint ein bisschen Druck zu machen. Ja, mit dem Graumarsch kann er jetzt noch nichts anfangen. Wie gesagt, spielt er erstmal den Schlickspucker. Ein bisschen Taunt aufzubauen da. Die Runde startet noch nicht so gut für Steve. Haut dann da mit Shield Slam kaputt. Und benutzt dann seine Waffe, um den kaputt zu machen. Interessant. Fand ich ja ein bisschen. Warum hat er das gemacht? Hätte er auch einfach nur gleich mit der Waffe angreifen können. Was hast du? Er hätte auch gleich mit der Waffe angreifen können, wenn er 1-2er gewesen wäre mit dem Shield Slam noch. Ja, ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Also, das fand ich ein bisschen. Seltsam. Überzogen und. Ja, spielt er wieder einen Schlickspucker. Ist auch der einzige irgendwie sinnvolle Zug gewesen. Sylvanas macht er auf ein leeres Board nicht so viel Sinn. Und ansonsten, ja. Ist das eigentlich das gleiche Deck? Ist ein ähnliches, ne? Ja, ähnlich. Nur bei Serkan war bis jetzt anders. Ich würde jetzt vermutlich mit dem Schlickspucker den Zauberbrecher kaputt machen, mit der Waffe noch den Akolyt des Schmerzens. Vielleicht würde ich ihn sogar vorher noch silencen, damit er keinen weiter Card Draw hat. Oder, wobei es ist so ein bisschen kacke, weil der Schlickspucker stirbt durch das Death Rattle der Waffe, wenn man jetzt... Okay, macht es so rum. Ja, das ist noch besser. Nimmt natürlich mehr Schaden dadurch, aber... Ja, nicht ganz so dramatisch. Schließlich hat er auch seine ganze Rüstungsschmiede. Also jetzt hat er eine gespielt, der war dann noch eine zweite. Mal gucken, wie es weitergeht. Das war, glaube ich, sein erstes Hinrichten, aber das ein Hinrichten schon mal aus dem Spiel. Ein Schildschlag ist auch schon aus dem Spiel. Sie wird jetzt schon mal wieder die Grommasch-Zuchtmeister-Kombo auf der Hand. Ja, was spielt man hier? Wahrscheinlich Ragnaros einfach. Macht 8 Schaden, ist immer gut. Und töten kann er nicht einfach so. Auf jeden Fall 8 Damage. Kann jetzt spontan, gut, was er machen könnte, wenn er sein zweites Execute auf der Hand hat, könnte er ins Gesicht gehen mit der Waffe und den dann executen. Aber sind auch beide weg, ne? Dann sind beide weg, ja. Das ist richtig, ja. Und wenn er das Execute nicht auf der Hand hat, ich meine, muss er nicht. Eins hat er ja gerade schon gespielt, die Chance ist eigentlich relativ gering. Dann hat er natürlich jetzt erstmal da... Was hat er jetzt vor? Ja, jetzt spielt er... Ja, das ist natürlich, dadurch hat er Graumisch natürlich schon mal weg. Verschwendet jetzt, also verschwendet. Ach so. Oh, interessant. Okay. Er hat das Hinrichten doch auf der Hand gehabt. Und die macht da jetzt extrem Druck mit Graumisch direkt. Oh. Ja, und Steve hat leider kein Execute. Ja, das sieht gerade gar nicht mal so gut aus. Was er machen könnte ist... Er kann er nicht, weil er kein Schild hat. Für Grommasch Zuchtmeister reicht es halt nicht aus, weil er nicht genug Mana hat. Nee. Und Schild hat er auch nicht, weswegen er keinen Grommasch Schildschlag auf Grommasch machen kann. Silence. Das Einzige, was er machen kann, ist tatsächlich das Silence auf Grommasch, ja. Um ein bisschen Damage zu verhindern. Ja, 8 Stück. Wie viel hat Grommasch in Rage? 6. Der hat 4 nur so. Auf jeden Fall stirbt er nicht.
Der dann, also oder kann er irgendwie mit Sylvanas übernehmen durch irgendeinen Trick? Nee, oder? Nee. Nee, er kann, also das ist eigentlich das Einzige, was er machen kann. Er muss den silencen, um den Damage zu verhindern. Ansonsten kriegt er nächste Runde zu viel Damage, weil er den nicht klein kriegt. Ja, das war wohl das, also Armor. Harrison macht da keinen Sinn. Harrison macht, will er vermutlich irgendwie noch aufbewahren für den Fall, dass da irgendwie eine Waffe kommt. Was ja nicht ganz so unwahrscheinlich ist beim Krieger. Nee, das ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich bei Krieger. Er geht da jetzt vermutlich ins Gesicht. Hat er ja auch wieder einen Taunt hingestellt, deswegen das kein Problem sein sollte. Sieht sehr schlecht aus, wenn ich mal so sagen darf. Ja, sieht ziemlich schlecht aus. Tja, was macht man hier? Im Grunde kannst du nur Gromma spielen eigentlich. Es ist schade drum, aber was willst du machen? Du kannst nicht die Möglichkeit, irgendwie Taunt hinzustellen. Du musst eigentlich irgendwie. Du kannst dann wenigstens den Schlickspucker irgendwie aus dem Weg räumen. Ja, oder. Ja, okay, oder so, aber dann dadurch. Ja gut, wenn er letzte Runde einen Shield-Block gehabt hätte, hätte er Sylvanas und dann damit Grom übernehmen können, aber das hat er halt nicht gehabt, ne? Ja. Könnte jetzt noch irgendwie Armor ab, Schildschlag auf den Schleim vielleicht, um einen Damage zu verhindern und den Taunt wegzuhaben für die nächste Runde. Aber das sieht ganz schlecht aus. Gut. Ja, was spielst du da? Vielleicht den Akolyten. Spielt er jetzt noch Grommasch, macht den Schleim kaputt. Versucht auch Druck zu machen. Execute hat er nicht mehr. Stimmt. Hat er auch einen Schießslam? Eins hat er noch. Ja, okay. Also er hat zumindest 1S gespielt. Ein Schießslam. Ja, Steve muss sich da dringend irgendwie. Selber mal Execute ziehen, ne? Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Selber mal Execute ziehen. Oh, jetzt kommt da der nächste Schlickspucker. Ich würde mal sagen, der Gegner hat irgendwie die besseren Karten gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Spielt dann auch Spalten. Ja, und macht dann damit auch seinen Gaumasch kaputt, damit ist das Spiel eigentlich. Ja, beendet. Den macht er nicht mal, aber braucht er auch nicht. Kann jetzt hier Shieldblock spielen. Ja, das ist natürlich. Beten, dass er richtig übernommen wird. Ja, genau. Sylvanas Shieldblock, Shieldslam auf Sylvanas selbst und hoffen, dass er den entweder den. Ja, eigentlich. Pass auf, wir nehmen den 2-2, ja. Nee, kriegt den Gormasch, das ist natürlich. Aber der ist natürlich, der bringt ihm nichts, weil der halt gesilenced ist, kann der nicht sofort angreifen. Er macht da jetzt noch den Schlickspucker kaputt. Ja, gut. Trotzdem jetzt hat er zwar zwei Gormasch, aber. Jetzt wird Argus gut. Jetzt wäre ein Argus gut, aber deswegen kriegt er nicht. Der hat keine Argus im Deck. Den gibt's nicht. Nicht im Deck. Nee. Nicht im Deck. So, was macht Kimbo jetzt? Die Executes sind weg. Er könnte mit seinen beiden Minions den starken Grommash wegtraden. Können sich eventuell, wenn er jetzt nicht getötet wird, in der nächsten Runde irgendwie auf 15 hochschießen, ne? So, was passiert jetzt, ne? Dann wäre er sogar wieder im Spiel. Jetzt muss Steve überlegen. Achso, deine Musik ist vorbei. Sag ich mal gerade nix. So, wie geht's jetzt weiter? Also, er könnte Alex Trasser spielen, sich auf 15 hochschießen. Das macht er auch. Das ist schon mal gut.
Ich würde dem 10-3er dann den 1-2er wegmachen und dem mit anderen den Berserker. Ja, genau. Also mit dem 10-3er den 1-2er wegmachen. Sagt. Ich habe ein Mikro. Du hast ein Mikro? Ja. Oh, das ist gut. Dann macht das ja Sinn. Ich denke die ganze Zeit, deswegen wiederhole ich das immer. Ich wusste gar nicht, dass du ein Mikro hast. Das ist besser. Gut, okay, alles klar. Ja, so ist der natürlich jetzt tot. Okay, der wäre nächste Runde eh tot gewesen, weil er wahrscheinlich reingetradet, aber es wäre halt. So steht jetzt der Zweier da noch, ne? Also. Aber naja. Und du schießt selbst, steht er trotzdem noch. Ja. Ja, momentan sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Ich meine, wenn man jetzt mal vom Leben absieht, aber das Board sieht natürlich gerade ganz klar. Besser aus für Steve. Ja. Das ist eine Kunst von Brawl und sein 2-2er bleibt stehen. Was ja auch sein kann. Ja, klar. Wenn er einen Brawl spielt, muss er ja nicht. Aber ich schätze mal, in dem Deck müsste eigentlich eins drin sein, vermute ich mal. Aber weiß ich nie. Ja, wenn er jetzt eine Waffe hat, hat er natürlich auch noch was dagegen. Also Harrison. Ja, stimmt. Auch nicht schlecht. Also viel kann nicht passieren eigentlich. Ich glaube, er versucht jetzt down zu rushen. Ja, bleibt ihm ja auch irgendwie nicht so, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er auch nicht unbedingt was Gutes in der Hand. Was kopierst du da jetzt? Nur ich würde wahrscheinlich, Alex Kassner einfach kopieren. Oder er spielt erstmal Kane und kopiert ihn die Runde später. Aber Alex Trasser hat er natürlich erstmal richtig. Ich meine, da hat er auch keine Antwort mehr so recht darauf, ne? Dadurch, dass er keine Executes mehr hat. Natürlich schon mal Karten ziehen. So, aber ich würde da jetzt natürlich trotzdem irgendwie aufräumen, ne? Ja, auf jeden Fall, da muss ich alles weg. Na gut, 2-2er weiß ich nicht. Ja, trotzdem. Mein sicher ist sicher. Es kann da nicht viel passieren eigentlich. Ich sag dir, jetzt kommt Brawl. Das wäre kacke. Okay. Shieldblock. Ist ja nicht so, dass er nicht schon genug Leben hätte. Ja, wenn jetzt Brawl kommt, wäre natürlich extrem ärgerlich. Wenn es mit Akolyt oder 2-2 da stehen bleibt. Hat Steve in dem Deck eigentlich einen Wirbelwind drin? Ich glaube nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Sonst könnte er natürlich schon eine Rüstung schmieden und erstmal Wirbelwind und sich da ordentlich viel hochbuffen. Ja, stimmt natürlich. Aber weiß nicht, vielleicht bin mir gar nicht sicher, was er alles drin hat. Hat er gerade den Zug gepasst? Er hat halt Armor ab nur gespielt, ne? Ja, nee, Shieldblock hat er auch noch drin gehabt. Ich glaube, er hat keine Antworten mehr. Ich glaube, der ist auch gleich tot. Da kann man jetzt noch Cairn spielen. Selbst wenn dann Brawl kommt, hast du wenigstens noch Bane dann auf dem Feld. Jo, kann man machen, Und die Rüstungsschmieden eigentlich. Wenn dann Brawl, wobei die. Brawl ist rissig ja nicht bei Rüstungsschmieden. Ja, stimmt. Die nehmen ja keinen Schaden. Und Krieger der allgemein kann AE, ne? Also von daher. Oha. Also doch Kern spielen sollen. Ja. Und was natürlich, ich? Natürlich! Habe ich es nicht gesagt? Ich habe einen schlechten Anfluss aufs Spiel. Naja, aber gut, es sieht jetzt trotzdem nicht. Jetzt sind sie natürlich mehr oder weniger. Na gut, okay, Steve sieht wegen Karten, eine Handkarten natürlich relativ gut aus noch. Jetzt da zieht er jetzt endlich mal ein Execute endlich mal. So, wie viele Karten hat er noch so? 3, 4? Steve oder? Ja, Steve natürlich. Ja, es ist halt Steves Draw-Glück. Haben wir ja vorhin schon gemerkt. Aber es geht. Sieht ja jetzt nicht schlecht aus. Gut, Kern muss man auch so mit klarkommen, ne? Kann ich Krieger den irgendwie klauen? Außer Sylvanas.
Spalten? Fragezeichen. Ja. Auf jeden Fall. Alles andere macht keinen Sinn, ja. Und dann vielleicht den Tank legen, ja, genau. Ja, das sieht doch sauber aus jetzt. Für den Fall der Fälle hat man immer noch Harrison auf der Hand. Ja, soll der jetzt irgendwie hier... Falls ich keine Ahnung, hier, wie heißt das Ding? Die dicke Go-Howl, der Go-Howl, ja, aber ich denke, spielt die jemand momentan? Hm. Arcanine Reaper vielleicht. Also ist das die 5... 5-2, ja. Ja, genau. Die habe ich gesehen, heute erst noch. Aber die nimmt da auch 3 Schaden mit. Naja, aber vielleicht könnte man trotzdem. Benutzt er die jetzt noch? Wenn nicht, dann ist er umso besser. Ja, aber benutzt sie noch. Ja. Aber er produziert natürlich für Steve nochmal schöne Rüstung. Ja, eigentlich ist es in trockenen Tüchern, solange Kern da noch im Feld liegt. Ja. Und jetzt kann gemütlich nochmal, vielleicht vorher nochmal Stehblock spielen, aber ist egal. Jetzt auch noch den Schildslam gezogen, was soll da jetzt auch groß passieren? Weil das Ragnaros oder so kommt, kann er auch noch wegbumsen. Ja, einfach mit, sogar einfach nur mit Schildslam, ja. Ist dann, ja doch, er hat jetzt 16 Armor, also das Ding ist gelaufen. Das Ding ist gelaufen. Ja. Naja. Kann er ja jetzt, nicht, dass es jetzt noch irgendeinen Stress machen würde, er kann ihn einfach wegschießen. Jetzt kann er sogar nochmal den Slam und Dings exekuten. Ja, oder das sogar. Wobei ich glaube, ich würde auch einfach Schießlim Sides. Könnte man da jetzt theoretisch den Aggolite noch hinlegen? Frage ist. Zweiten Brawl, glaube ich, spielt man nicht. Zweites Brawl spielt eigentlich. Also, wenn, dann siehst du ja momentan ein Brawl irgendwie, ne? Zweites Brawl. Und diese Runde ist eh vorbei, also von daher, warum noch mehr aufs Feld liegen? Wenn man es nicht braucht. Ja, das müsste es jetzt spätestens gewesen sein. Dabei sah das eigentlich zu Anfang so andersrum aus, ne? Ja. Deswegen gibt man ja auch nicht auf. Er will den Tod. Und er lacht. Holla, die Waldfee! Lief doch. Also im zweiten Spiel hat mir fast in die Hose geschissen. Das habe ich gedacht. Am Anfang hatte das auch Sinn gemacht, aber. Alter Schwede. Ungeschlagen in Hearthstone! Ich glaube, wir haben gleich ein paar Medaillen zu verteilen, oder? Ich fürchte auch. Auch an mich, weil ich so viel geleistet habe heute. Ey, ich war mir so sicher, dass ich das nach Hause hole. Und dann kam die Nummer am Anfang mit dem Gromasch. Der hat mich echt überrascht, ey. Ich habe gedacht, das ist so ein scheiß Agro-Deck. Und gegen Agro-Deck habe ich überhaupt keine Probleme. Aber es war so ein Mischmasch, ne? Weil der die Berserker da drin hat, das spielt man eigentlich in einem Control-Deck nicht, ey. Ich habe mich echt überrascht im zweiten Spiel. Und ich hatte auch ein bisschen Suppe, muss ich echt sagen, so hinten raus, ne? Also dass er dann nicht noch irgendwelche Sachen hatte, wo er dann den Rest runterklöppeln konnte. Ja, aber er hatte ja relativ früh die beiden Executes schon raus irgendwie. Was ist denn das jetzt? Das Leute ist voll, alles klar. Er hat die, ja, musste er auch, genau. Ja. Musste er, aber hatte also er auch einfach schon weg. Ich glaube ich, wirklich einen coolen Kopf behalten und genau, also auch die Züge gemacht, die sein mussten. Ich wusste nicht, er hat seinen scheiß Grummasch da irgendwie und ich habe nichts, was ich dagegen tun kann. Du hast die Karte, du hast die Hand voll und kannst nichts dagegen machen. Mhm. Ne? Ich kann ihn nicht Shield Slam, ich kann nichts dagegen machen. Und ihn dann zu silencen, war die einzige Möglichkeit. Das einzig Richtige, glaube ich, ja. Weil du einfach, sonst hättest du zu viel Schaden genommen. Das wäre genau. Zu doll gewesen. Ja, hat sich doch wieder bezahlt gemacht, dass ich das alte Xanthi-Deck ohne Brawl gespielt habe. Ich habe den ganzen Tag überlegt, ey. Habe auch mit Experimenten und so weiter. Ich muss aber auch sagen, dass Mage eigentlich ein schwerer Gegner ist. Nur in diesem Spiel gegen Mage, lief das halt so gut für mich. Ja. Allein schon wegen den 800 Armor, die ich aufgebaut habe mit den 2 Rüstungsschmieden. Ne? Das war richtig krass. Ja. Gut, dann fragen wir mal. Also es war wirklich, wirklich ein harter Kampf, muss ich echt sagen. Ey. Ich bin auch zu glücklich, dass ich es geholt habe. So, rufen wir mal in den Kimmer und fragen ihn dazu. Wie sieht es denn in FIFA aus eigentlich? Oh. Habt ihr auch eure Startung getestet mal? Nee, getestet tatsächlich noch nicht. Oh, holla die Waldfee. Aus oder an? Wie sind an? Kim, ich grüße dich. Hallo, hörst du mich? Philipp steckt noch oben. Alles klar. Okay. Jetzt hörst du mich? Ja, ich höre dich. Jetzt höre ich dich auch. Ja. Alter Schwede, das war ein harter Fight, den du mir geliefert hast irgendwie. Ja, die erste Runde, da hattest du ja, gutes Draw, Glück. Ich glaube, weil du hattest beide Akolyten und beide Rüstungsschmieden. Ja, es passte so. Sehr, sehr gut, ja. Das war richtig gut und ich hatte halt kein Draw. Also ich hab, wie heißen diese 2 Magierkarten, wo man 2 Karten ziehen kann? Ich weiß Arcana, nicht. Arcana, Intellekt.
Ja, genau, die habe ich nicht gezogen, einfach kam einfach. Ich habe dich dann ausbluten lassen, ne? Du hattest dann keine Karten mehr, die du ziehen konntest. Ja, ich hatte keine Schnitte und ja, zweite Runde habe ich mich nicht getraut, Alexstrasza zu spielen, weil ich dachte, du hast Brawl und dann, ja, vielleicht hätte ich sie spielen können. Ich habe halt zwei Warrior-Decks, die fast identisch sind, eins mit und ohne Brawl und ich bin mir nicht so sicher, welches ich spiele irgendwie und ich wechsle das auch immer ab, sodass man das auch nicht weiß. Beim letzten Mal habe ich eins mit Brawl gespielt, diesmal ohne. Ja. Das muss man eigentlich von ausgehen, wenn man gegen Warrior spielt, dass er Brawl hat, ja. Und du hast mich am zweiten Spiel, ich habe gedacht, du hast nie und nimmer Brawl. Ich war zwar dann nachher ein bisschen vorsichtig und habe es nicht mehr gespielt, aber ich hatte halt zweimal Alexstrasza dann irgendwie, und das Brawl hat mich sehr geärgert, aber ich glaube, da war das Spiel schon vorbei, als du das Brawl spieltest eigentlich, ne? Ja, da hatte ich auch noch Glück, dass nur noch der Zuchtmeister stehen kann. Ja, da habe ich mich auch geärgert hier, ehrlich gesagt. Ja, aber Alexstrasza und, wie heißt der Höllschrei auf dem Board gehabt, vorher schon, vielleicht hätte ich dann gewonnen. Ja, so. Weißt du, das Ding ist, hätte ich jetzt so, als du angefangen hast, ne, gegen Mage hatte ich halt echt Respekt, weil ich weiß, wie lässig das sein kann mit den ganzen Geheimnissen und wie dir das irgendwie das Spiel versauen kann. Hätte ich gedacht, oh, das könnte richtig eng werden, scheiße. Und als du Warrior spieltest, hatte ich überhaupt keine Angst, vor allen Dingen, als ich gesehen habe, dass du den Berserker gespielt hast, weil ich gedacht, das ist irgendwie so ein Rush-Deck oder so. Und da habe ich ja gar kein Problem. Aber du hast mich im zweiten Spiel echt überrascht, ey. Da habe ich gerade so meinen Hals noch aus der Schlinge gezogen. Ja, du hattest zwischenzeitlich vier Lebenspunkte. Ne? Ja, da habe ich zum Glück einen coolen Kopf bewiesen, ey. Das war wirklich ein hartes Ding. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, warum ich da so ruhig geblieben bin, war der Fakt, dass ich wusste, im nächsten Spiel habe ich ein ganz slowes Paladin-Deck, wo dein Warrior-Deck, glaube ich, keine Sonne gehen gesehen hätte. Ja, von daher war ich da ganz, ganz locker. Irgendwie das erste Spiel ist halt schon immer das Wichtige, ne? Weil der dann nur noch eins gewinnen muss. Ja, aber Kim, du hast mir auf jeden Fall alles abverlangt. Alter Schwede, im zweiten Spiel habe ich echt ein bisschen Pipi in den Augen gehabt. Ja, danke. War auf jeden Fall super spannend, hat echt Spaß gemacht. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Meine Oma. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Mein kleinen Bruder. Und... Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird jetzt im Chat die ganzen Legend-Spieler werden sich auch... Ja, aber ist ja immer so. Ich finde, du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich finde, du hast echt gut gespielt. Ja, ein paar Fehler habe ich gemacht. Naja. Machen wir die nicht alle. Ja. Wenn wir nicht gerade Xanti heißen, passt schon. Ja, genau. Gut, Kim. Ich danke dir vielmals. War echt ein schönes Ding. Hat echt Spaß gemacht. Und bleib uns treu hoffentlich. Ja, auf jeden Fall. Danke. Alles klar. Vielen Dank. Schönen Abend dir. Ja. Ciao. Tschö. Ja, Papa, jetzt habe ich dir natürlich deinen Matchball geklaut. Ja, passt schon. Passt schon. Jetzt kannst du entspannt spielen. Sieht flüssig aus. Siehst du. Gut. Wollen wir eine kleine Pause machen oder direkt weiter? Es ist ja schon eins, wir müssen Gas geben, ne? Bitte? Pause? Ja. Ja, Entschuldigung, schreibe ich so an. Pause! So möchte man eingeschrien werden, wenn man gerade das Ding für die Crew versenkt hat. Trailer in 3, 2, Pause! Here we go.